Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA mit den Ja, huhu, hier wieder beim Arcana-Karten-Sim. Quali und zu einer Oh, neuen Runde okay. Pen and Paper Arcana-Karten-System. Falls euch das nichts sagt, schaut einfach mal später wenn ihr das auf YouTube guckt, in den Kommentarbereich oder in die Videobeschreibung, da habe ich einiges dazu verlinkt. Oder schaut die alten Videos, da erkläre ich es ein bisschen mehr. So, und heute mit dabei außerdem, weil alleine spielen ja langweilig ist, die Feramin als Kendra. Und Kendra ist eine Einbrecherin. Hallo. Dann haben wir mit dabei die Feder, die spielt Hildigunde. Und die ist ihres Zeichens eine Magierin. Hallo zusammen. Außerdem dabei der Pölle, der spielt Umdor und Umdor ist ein Jäger. Und last but not least haben wir den Ossi dabei. Ossi spielt Bruch und Bruch ist ein Schläger. Wenn ich das mal so behaupten darf. Servus. Ja. Unsere Charaktere sind ja, KGIA-Agenten, mehr oder weniger. Zumindest waren sie das. Na, eigentlich sind sie es jetzt noch, aber nun, ihre Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben, wenn man das mal so in etwas, ja, wie nennt man das Wort? Nicht glücklich. Euphemistisch, genau. Wenn das etwas euphemistisch ausdrückt, ja. Sie wurden nämlich verzaubert und haben nun leiden unter einem Zauberzwang, der sie dazu anleitet, den Kaiser des Mittelreichs, Kaiser Harl, zu töten. Nun, alle vier kennen Kaiser Harl, zumindest, naja, so wie man den Kaiser des Reichs, für das man arbeitet, halt kennt, nicht persönlich oder so. Alle hegen keinen Groll gegen Kaiser Harl, alle wollen das auch nicht, aber der Zauber tut sein Übles, und wenn man Feder gerade so anguckt, sieht man auch schon erste Auswirkungen. Schön dargestellt, denn der Zauber kann auch dazu führen, dass, wenn man sich diesem Zauberzwang widersetzt, es irgendwie körperliche Auswirkungen hat, zum Beispiel geplatzte Äderchen im Auge oder sonst irgendwo. Und ja, schweren Herzens haben die Charaktere entschieden, dass sie dem Zwang nachgeben und sind nach Gareth in die Hauptstadt gereist und ja, wollten dort Hilfe suchen zuerst und sind in die örtliche Magierakademie und haben dort um Hilfe ersucht. Und ja, mehr oder weniger haben sie Hilfe bekommen. Die Magier haben sich die Sache angeschaut und haben den Zauber ja zumindest analysiert und haben euch dann gesagt: Nun, es gibt wenige Wege, wie man den wieder auflösen kann. Schnell auf jeden Fall nicht. Einer der Wege beinhaltet die Gunst der Göttin Hesinde selbst, wo man nie weiß, was die so gerade macht und was nicht. Die sicherste Methode ist, dass derjenige, der den Zauber ausgesprochen hat, den Zauber wieder zurücknimmt. Aber nun ja, ihr wisst weder genau, wer den Zauber ausgesprochen hat, weil ihr quasi über ein Schriftstück, ein verzaubertes Schriftstück verzaubert wurdet. Noch, wenn ihr das ernst nehmt, was ihr glaubt, von wem der Zauber kommt, dann müsste es entweder ein Toter sein oder jemand, der sich halt außerhalb von eurer Reichweite aufhält, von dem ihr gar nicht wisst, wo er oder wie er sich aufhält. Und die dritte Möglichkeit wäre, die mächtigste Magierin Aventuriens irgendwie zu konsultieren. Doch die ist bekannt dafür, dass sie, naja, etwas freigeistig ist und man dann weiß auch bei der erstens nicht, wo sie ist und zweitens, ob sie überhaupt Lust hat, da irgendwas zu machen. Das ist, naja, bei ihr immer so eine Sache.
Und daraufhin haben dann die Obrigkeit entschieden, die vier, die jetzt den Kaiser ja töten wollen, doch mal vor sich selbst zu schützen und in den Kerker zu schmeißen und abzuwarten, was dann der Zauber mit ihnen macht. Oder ja, zumindest ist der Kaiser so etwas geschützt, dadurch, dass die aus dem Verkehr gezogen sind und halt kein, wer weiß, was die für ein Unheil sonst anrichten. Unter dem Zauberzwang. Und so habt ihr euch am Ende der letzten Session halt wiedergefunden in ja, dem kaiserlichen Palast Verlies. Und ja, zumindest hat man euch noch halbwegs, also man hat euch gut behandelt. Was heißt halbwegs? Man hat euch gut behandelt. Habt euch auch beisammen gelassen, in eine größere Zelle gesteckt, die halbwegs auch geräumig ist. Und man hat auch davon abgesehen, euch größtenteils irgendwie noch ja, Dinge abzunehmen, irgendwie euch genauer zu durchsuchen oder sonst irgendwie. Das hat dazu geführt, dass Hildigunde zwar ihren eigenen Zauberstab abgegeben hat, aber nicht den Zauberstab, den sie von... Was? Ja, irgendein Zauberstab hast du aufgegeben, was in DS auch total egal ist, weil der Zauberstab macht überhaupt nichts. Also, es sei denn, du hast den Zauberstab verzaubert. Also, das ist völlig egal, welchen Zauberstab du da bei dir trägst. Und ja, das ist halt anders als bei anderen Systemen, wo der Zauberstab bei einem Magier halt irgendwelche mythischen Sachen haben. Das ist in DSA ist es ja ein Artefakt, ein verzaubertes Artefakt, was schon eine gewisse Bindung hat zu seinem Träger. Oder zu demjenigen, zu dem es gebunden ist, aber jetzt nicht dir irgendwie hilft beim Zaubern oder so, es sei denn, du hast genau diesen Zauber da drauf gewebt. Und ja. Nun, seit der, also Bruch musste seine, wie heißt er, Alrik, seine dann die Keule Alrika. Abgeben. Alrike die Keule abgeben. Ja. Kendra wahrscheinlich einige Messer. Und Umdur seinen Bogen. Und ja, jetzt sitzt ihr da in diesem kleinen, nicht, die ist geräumt, halbwegs geräumig, weil sie ist auch für mehrere Personen gedacht, die Zelle. Hat ein kleines Fenster, wo man nach draußen schauen kann, wo man sich aber auf keinen Fall mit eurer Körpergröße durchzwängen könnte. Und ja, nun seid ihr da erstmal mitten im Verlies des Kaiserpalasts, immerhin schon mal im Kaiserpalastsgelände zumindest, aber ja, in euch das Gefühl des Vorangetriebenwerdens, um sich dem Kaiser zu nähern, ist auch ja, abgeebbt. Schon seit ihr die Stadt betreten habt, irgendwie kaum noch zu spüren. Auch hier im Verlies kaum wahrzunehmen. Vielleicht, wenn man die Augen ein bisschen schließt und mal tief ein- und ausatmet, könnte man vielleicht davon ausgehen, vielleicht hat sich der Zauber ja von selber gelegt oder so. Zumindest ist da jetzt körperlich bei euch nach der langen Zeit, die ihr da jetzt gereist seid, okay, lang ist es jetzt ein paar Tage, ja, ist dieser Drang nicht mehr so präsent, wie er schon mal war. Ja, und ihr fühlt euch wahrscheinlich ja, nun hintergangen von den von der Obrigkeit. Vielleicht versteht ihr aber auch die Beweggründe der Obrigkeit und ja, schaut euch um, seht die rauen Wände mit den dicken Steinen, kunstvoll nicht, aber solide verputzt. Vielleicht gibt es ja an der einen oder anderen Stelle so ein paar Scharten, wo irgendjemand versucht hat, was reinzuritzen. Das halbwegs frisches Stroh auf den Pritschen. Ja. Ist halt immer noch ein kaiserliches Verlies, ne? Man hätte es auch schlimmer treffen können. Großartig. Das Genie, das uns in diesen Kerker gesteckt hat, muss erstmal gefunden werden. Hier schreibt der Thymaret gerade noch, der Magierstab ist ein personalisiertes Artefakt. Genau das ist es ja. Naja, also egal was ihr so tut, Umdor wird sich
im Schneidersitz auf eine Pritsche setzen und einfach mal die Augen zumachen. Wahrscheinlich. Ich hatte mir die Tür angeschaut, um festzustellen, dass da Dietrich hier nichts bringt, weil da ein Riegel vorgelegt ist. Dann würde ich mir vielleicht außen. Da war ja so oben so eine Luke, das mal so angucken und versuchen abzuschätzen und. Bruch wird sich einfach in irgendeine in die hinterste Ecke von dem Verlies setzen und ja. Und wenn Kendra das so abschätzt, ja, du würdest da wahrscheinlich hochkommen ohne Probleme, aber ja, relativ leicht. Aber selbst mit Verbiegen und einem geübten, schlangenmäßigen Körper könnte man sich durch dieses enge Ding, wer weiß auch, wo das hinführt. Wenn das irgendwo einen Knick macht oder so und man stecken bleibt, dann, naja, kommt man nicht mehr vor oder nicht mehr zurück. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht das, was du möchtest. Ja. Hildigunde wird eine Weile vor der Tür stehen bleiben und in den Gang gucken, um mal abzuschätzen, ob da regelmäßig Leute vorbeigehen, sowas wie Wachen, oder ob die Wachen am Ende des Gangs stehen, aus welcher Richtung sie quasi den Aufenthaltsraum der Wachen hört, um sich so ein bisschen ein Bild von der Umgebung zu machen und den ungefähren Abläufen, die hier unten stattfinden. Ja, es sind regelmäßig Wachen, die so alle 5 Minuten mal an eurer Zelle vorbeilaufen. Meistens zu zweit. Und ja, der Aufenthaltsraum der Wachen ist tatsächlich am Ende des Ganges. Hier sind noch mehrere andere Zellen. Aber du hast durch dieses kleine Fensterchen, was in der Tür drin ist, halt auch einen eingeschränkten Blick in den Gang. Du kannst ihn nicht völlig überblicken. Ja, die Wachen sind halt gut ausgerüstet. Es sind jetzt keine Büttel oder sowas, was man so in einem 0815 Dorfgefängnis mal irgendwie sehen kann, sondern die sind halt, die tragen halt auch schon Schwerter statt Säbel angeschnallt und haben halt auch so was Ähnliches wie eine Art Rüstung und einen Wappenrock irgendwie schon an. Die sehen schon danach aus, als ob sie halt entweder Soldaten oder Krieger sind. Und nicht irgendwelche dahergelaufenen Büttel. Die sehen auch sonst so vom Erscheinungsbild her auch relativ sauber und adrett aus. Man kann sie manchmal hören, wenn sie sich unterhalten, dass der ein oder andere von denen wohl nicht freiwillig Dienst schiebt, sondern das schon irgendwie so ein bisschen irgendwie so, naja, Strafversetzung ist, weil man irgendwas falsch gemacht hat, irgendwie einer ist auf der Wache eingeschlafen oder so. Einer hat wohl aus Versehen einen Preiosgeweihten beleidigt. Solche Geschichten kann Hildigunde, wenn sie ein bisschen drauf achtet irgendwie und dann lauscht irgendwie neben solchen typischen Sachen wie, dass man hin und wieder Würfel oder sowas hört, die mal ein Würfelspiel gespielt wird. Zu hören. Okay, ich entnehme daraus, dass ich mitbekomme, dass die Wachen nicht wissen, wer wir sind und warum wir hier eingesperrt sind. Genau. So, zumindest unterhalten sie sich nicht darüber. Ja, ich glaube, dass sie sich darüber unterhalten würden, wenn sie wüssten, warum wir hier eingesperrt sind, weil das ist nicht mal gerade was so jeden Tag passiert. Und wenn doch, mache ich mir Sorgen um das Kaiserreich. Aber gut. irgendwann wird sie sich dann umdrehen und sich so ein bisschen in der Zelle umsehen und ihre einzelnen Gefährten mustern und dann sich tatsächlich rüber zur Ecke begeben, in der Bruch sitzt. Und da sie sich weigert, sich auf den Boden zu setzen, sich irgendwie so eine Pritsche in der Nähe suchen und sich da auf der Kante niederlassen. Und dann räuspert sie sich. Was? Mein lieber Bruch, ich habe das Gefühl, es ist wieder Zeit für eines unserer Gespräche. Gespräche? Was für ein Gespräch? Genau diese Art von Gespräch. Wir haben sie schon des Öfteren geführt, aber an die meisten kannst du dich nicht erinnern. Wie geht es dir?
Fragst du das gerade ernsthaft? Ja. Wir sitzen hier in einer Zelle, werden bald umgebracht. Frankie, glaubst du, fühle ich mich? Nun, ich glaube nicht, dass man uns umbringt. Ich vermute eher, dass wir qualvoll selbst sterben werden, aber das ist wohl ein Detail. Ja. Jedenfalls werden wir sterben. Wahrscheinlich. Aber nicht unbedingt. Aber warum, ein Bruch hebt so ein bisschen die Augenbraue, wenn du sagst, ich kann mich an die Gespräche nicht erinnern, was für Gespräche meinst du und warum kann ich mich an denen nicht erinnern? So viel getrunken habe ich dann auch wieder nicht, okay? Es hat weniger etwas mit deinem Alkoholkonsum zu tun, auch wenn dieser beträchtlich ist. Wir beide führen von Zeit zu Zeit immer mal wieder ein Gespräch, um herauszufinden, wie es deinem Kopf geht. Um herauszufinden, inwiefern du noch diensttauglich bist und ob man da gegebenenfalls etwas nachhelfen muss. Guck dich einfach nur ziemlich verwirrt an. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob die Situation für dich noch verarbeitbar ist oder ob wir sie lieber ebenfalls in eine Schublade schließen und dich den Schrank vergessen lassen. Jetzt verhärtet sich der Blick vom Bruch ein wenig. Für den Fall, dass du irgendwas weggesperrt hast und ich irgendetwas nicht weiß, was ich wissen sollte, mach das sofort rückgängig. Jetzt. Bitte leiser brüllen. Ignoriert dich komplett. Wenn ich sterbe, dann mit meinem vollen Bewusstsein. Verstehe. Nun gut. Die Nebenwirkung werde ich dir trotzdem noch einmal erzählen. Es kann sein, dass du in den nächsten Minuten etwas verwirrt bist. Wahrscheinlich einige Fragen hast, aber zögere sie nicht, sie zu stellen. Es ist durchaus auch meine Aufgabe, dich durch diese neuen alten Erinnerungen zu leiten. Dann mach. Okay, dann wird Hildigunde eine Hand ausstrecken und sie bei Bruch auf die Stirn legen und dann quasi einen Zauber aufheben, den sie da vor langer Zeit verankert hat, indem sie eine Schublade aufzieht mit den Worten: Dein richtiger Nachname ist Uy Niamat. Und damit springt eine Schublade in seinem Kopf auf und Erinnerungen überfluten dein Bewusstsein, die du jetzt gerne teilen darfst. Bevor Bruch überhaupt versteht, was los ist, werden sich so die Pupillen ein bisschen weiten, als würde man gerade ganz hart reinleuchten. Erinnert sich an Schwertkämpfe, erinnert sich an einen Schwertkampfmeister, an eine Burg, an ein Wappen und an ein Taschentuch. Und mit ein bisschen fahrigen und zittrigen Händen geht er so in seine Westentasche rein. Also er hat halt so eine Lederrüstung an und kramt da unten drunter und zieht so ein leicht fleckiges, aber dann doch, man erkennt, dass das mal auf jeden Fall mal ein feines Stöffchen gewesen ist, so ein Taschentuch mit den Wappen eines Adelshauses drauf. Und wahrscheinlich wird Hildigunde, würde ich mal sagen, würde wahrscheinlich sogar dieses Wappen irgendwoher kennen. Da ich auf die eine oder andere Art und Weise in deine Erinnerung herumgefuscht habe, ja, ich kenne dieses Wappen. Ja.
Bruch wird dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen sitzen und so, sich so und erstmal schwer einatmen. Ja, du hast eine Familie. Du hast auch immer noch einen Vater, eine Mutter und wahrscheinlich Geschwister. Und du hast einen durchaus bekannten Onkel. Bruch ist gerade ein bisschen geflasht. Der verarbeitet gerade ein bisschen. Also ich könnte da wahrscheinlich hochklettern, das müsste hinhauen, aber ich fürchte, da geht's da nicht weiter. Nur ich denke, wir werden die Wachen auf die eine oder Art und Weise dazu überreden können, uns die Tür zu öffnen. Lass das mal meine Sorge sein. Warum sollten wir? Nun ja, weil irgendwann wahrscheinlich mein Selbsterhaltungstrieb sich einschaltet, weil ich nicht hier unten schreiend, blutend sterben möchte. Außerdem wollt wir nicht Hesinde um Hilfe bitten? Wer weiß. Dann müssen wir doch in den Tempel. Wer weiß, ob sie das tun, ob es ihnen die Mühe wert ist. Bruch murmelt eher. So ein bisschen so, dass es gerade so hören kann, könnt. Außerdem da, muss ich ein Adelshaus verteidigen. Ich muss mein Haus verteidigen. Okay. Wie viel von dem Wein hast du da vorhin getrunken? Kein Schluck. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Versteht ihr, unser guter Bruchachus, der Verlorene, ist nicht ganz so ohne Vergangenheit, wie er immer geglaubt hat. Und was heißt das im Klartext? Bitte. Ich bin der Neffe von dem Grafen Colin Julian. Der Name ist immer noch sehr schwer. Uiniamat, der Graf von Abergund. Der verlorene Sohn des Hauses. Ja, ich bin adelig. Was zum Henker soll das? Was hilft uns das? Ich schau so ein bisschen zu Hildegunde rüber. Haben Adelige nicht ein Recht auf Hausarrest anstatt Kerker? Nun, ich bin eine von Löwenhaupt und auch ich sitze hier unten fest. Ein Versuch wäre es wert, auch wenn ich mir nicht allzu viele Hoffnungen machen würde. Wir sind zwei Adelige in einem Raum. Wusste doch, dass es hier irgendwo nach Blümchen statt nach Scheiße riecht. Jetzt mal ehrlich, Leute. Mir geht's gerade echt gut. Geht's euch schlecht? Ich stehe nicht so auf gefilterte Luft, also. Ja, dafür platzt deine Birne nicht. Noch nicht. Was glaubst du, was passieren wird, wenn der Fluch stärker wird? Irgendwann wird er stärker werden. Aha, sagte wer? Frag Frau Magierin, die wird dir das bestätigen. Guck Frau Magierin an. Unsere bisherige Erfahrung. Der Fluch ist von jedem Tag stärker geworden. Erinnerst du dich? Zuerst haben wir uns nur verlaufen, dann war es ein innerer Drang, dem wir uns nicht widersetzen konnten. Jetzt mag er vielleicht abgeflaut sein, aber irgendwann wird das Verlangen zurückkommen und es wird stärker werden. Ja und? Aber deswegen versuche ich doch jetzt nicht schon, diesem Verlangen nachzugeben. Das will ich erst sehen. Nun, ich denke, dass wir uns im Zweifelsfall darauf vorbereiten sollten, zumindest zu versuchen, aus eigener Kraft zum Hesinde-Tempel zu kommen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt
die Mühe darauf verschwenden werden. Vielmehr würden sie uns wahrscheinlich als interessantes Forschungsobjekt für zukünftige Fälle betrachten. Das heißt? Sie werden zusehen, wie wir langsam und qualvoll verrecken, damit sie wissen, auf welche Zeichen sie achten müssen. Kuch wird Helikone noch mal hinten antippen. Ja. Ich weiß, dass ich der Verlorene des Hauses bin. Ich weiß nicht, warum. Das ist richtig. Ich wollte alle meine Erinnerungen zurück. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Wieso? Weil ich unter Auflagen stehe, gewisse Erinnerungen unter gewissen Umständen zurückzuhalten. Das sind meine Erinnerungen. Korrekt. Ich bin der Einzige, der das Recht hat, darüber zu bestimmen. Korrekt. Dann würde ich dich bitten, mir meine Erinnerung wiederzugeben. Du solltest dich jetzt an unser erstes Gespräch erinnern können, zumindest teilweise. Versuch dich an den Tag zu erinnern, an dem du zur KGIA gekommen bist, wo du mich zum ersten Mal gesehen hast. Und was hast du mich damals gebeten? Da das etwas länger dauern könnte, hast du uns auch unsere Erinnerungen gestohlen? Ich habe keine Erinnerung gestohlen. Ich habe sie lediglich gut weggepackt. Ja, ist doch jetzt hier Wortklauberei. Die Frage ist, hast du bei uns auch sowas gemacht? Bin ich auch adlig? Firus Namen. Boah, nein. Bisher nicht. Bei euch war es bisher nicht nötig, dass ich euch das anbiete. Kannst du uns vielleicht erklären, warum das bei ihm notwendig war? Nein. Kann ich nicht. Es gibt Gründe, warum er vergessen hat, was er vergessen hat. Und es gibt Gründe, warum ich es jetzt nicht zurückholen werde. Und diese Gründe zu benennen, würde den Zauber, den ich gewoben habe, um ein Vielfaches schwächen. Oh, also, warum bin ich damals nur in dieses Haus eingebrochen? Ah! Also Bruch wird ein bisschen so in seiner... Vielleicht bist du das gar nicht. Also Bruch wird so ein bisschen seinem, seinem Erinnerungsvermögen ein bisschen kramen und erinnert sich daran, dass er damals in einer Kneipe gesessen hat und eine Patrouille vorbeigekommen ist, die einen Zapfenstreich vollführen wollte, und Bruch war gerade dabei, sich mal wieder volllaufen zu lassen, ne? Und Bruch war da nicht ganz so mit einverstanden und hat eventuell die Patrouille zusammengeprügelt und dabei auch eventuell im Eifer des Gefechts den Wirt nun ja in Borons Hallen eingehen lassen. Weil er was geworfen hat, was vielleicht nicht ganz so für einen kleinen Körper gut ist wie einen Tisch. Und dann wurde er eben eingekerkert und dort sind dann die Leute von KGA gekommen und darunter auch Hildigunde und haben ihm angeboten, zum KGA zu kommen, damit seine Strafe zu vermindern beziehungsweise aufzuheben, mit der Bedingung vielleicht das ein oder andere Gespräch mit ihm zu führen, was seine Psyche angeht. Und ab da wird's dunkel. Mehr weiß er gerade nicht. Das nächste, was er sich erinnern kann, ist der erste Auftrag, den wir zusammen gemacht haben. Oder der noch vor dem mit der Zauberin. Ja, weiß ja jetzt auch wieso. Wie gesagt,
Wir haben damals einige Gespräche geführt über Dinge. Und es sind deine Auflagen, unter denen ich agiere. Wie meine Auflagen? Diese Barrieren in deinem Kopf wurden mit deiner Zustimmung erschaffen. Damit du einsatzfähig wirst. Unter anderen Umständen wärst du gar nicht bei uns gelandet. Zu instabil. Fährt sich einmal mit der Hand übers Gesicht. Steht dann auf, geht an das Gitter und fängt an zu brüllen. Ich möchte sofort einer der Wachen sprechen. Ich gucke Hildigunde an. Das ist also die stabile Variante. Oh, glaub mir, du hast noch gar nichts gesehen. Schade, dass ich gerade nichts zu knabbern dabei habe. Sagen wir so, unter gewissen Umständen kann das andere nützlich sein, aber nicht ohne Schaden. In der Zelle gegenüber sieht Bruch irgendwie an dem kleinen Gitterchen von der Zellentür da ein Gesicht erscheinen. Eine ältere Frau mit langen, zerzausten weißen Haaren und einem, der Blick richtet sich irgendwie zwar auf dich in deine Richtung, aber du siehst an der Trübe der Augen, dass sie wahrscheinlich nicht vernünftig sehen kann. Mhm. Und die brüllt dann fast in der gleichen Lautstärke zurück zu dir. Halt's Maul! Kann eine alte Frau hier nicht mal schlafen? Von hinter dir kommt der Ruf von Umdor. Mein Reden, mein Reden! Bruch wird wahrscheinlich zu dir zu knurren, wenn du nicht sofort die Klappe hältst. Dann zeige ich dir mal, wo meine Faust landen kann. Hey. Mach mal ein bisschen langsam hier, ja? Wir waren bisher ein Team. Und auch wenn wir nicht immer bei allem absolut einer Meinung sind, ich glaube, das muss jetzt hier wirklich nicht sein. Sag das ihm, nicht mir. Ich meine, er hat ja recht, das bringt das jetzt? Ja, super, gut. Irgendwie Hildigunde pusht in deinem Kopf rum, du bist ein Adliger, schön. Aber was bringt das jetzt, wenn du in Hausarrest kommst? Wir werden hier drin sitzen bleiben. Ich glaube, dass ist eine Sache, die du mir und Hildigunde überlassen kannst. Oh, die hohen Herren, Entschuldigung. Gut, bevor wir hier weitermachen, hat hier noch irgendwer irgendwelche nutzlosen Fähigkeiten, von denen er nichts weiß? Ich kann Lieder pfeifen. Von der anderen Seite kommt, oh bitte nicht! Keine Sorge, ich habe nicht vor, jemand hier auf die Nerven zu gehen. Also nicht mehr, als es sein muss. Die letzte in eurer Zelle waren 11. Das war fürchterlich. Habt ihr schon mal gesehen, wie man anfängt, elfischen zweistimmigen Gesang, der eigentlich ziemlich schön ist, zu hassen, weil er ständig kommt? Wie lange sind Sie denn schon hier, gute Frau? Guckt zur Seite. Siehst du, dass er ihre Hand irgendwie ausstreckt? Hab keinen Platz mehr für Striche an der Wand. Warum seid ihr hier, gute Frau? Wahrscheinlich aus demselben Grund wie ihr auch. Der da wäre. Das wage ich jetzt gerade zu bezweifeln. Auf jeden Fall. Dies ist der Kerker für magische Absonderlichkeiten. Und was genau seid ihr für eine magische Absonderlichkeit? Tja. Mich interessiert eher die Frage, was macht diesen Kerker zum Kerker der magischen Absonderlichkeiten? Der sieht magisch aus wie ein normaler Kerker. Ich bin so magisch wie ein Büschel Stroh. Diese Absonderlichkeit würde gerne schlafen.
Wissen wir denn, wie viel Uhr es gerade so ungefähr ist? Also, oder welche Tageszeit? Ja, es ist irgendwie mittags oder so. Reihausstunde. Nur so ein bisschen, man hört ein bisschen gerumpeln, dann verzieht sich das Gesicht. Also Bruch wird, in Bruchs Gesicht kommt eine kleine Idee, also man sieht, dass Bruch gerade eine Idee hat. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ihr so etwas seht. Oh nein, er hat eine Idee. Und dreht sich grinsend zu euch um, also mit dem Rücken zu den Gittern. Ach, ich wette, dass die alte Vettel bestimmt überhaupt keine Art und Weise Absonderlichkeiten hat. Die ist hier bestimmt nur reingekommen, weil sie in irgendeiner Weise wieder betrunken in einen Stand gerannt ist. Aber so laut, dass die gute alte Frau gegenüber das noch hört. Okay. Was trinken? Du warst gerade abgehakt? Okay, habe ich gesagt. Nee, Ferrari. Ach so, ja. Er sollte dringend mal wieder was trinken. Er ist irgendwie so seltsam, seit er nicht mehr trinkt. Nun, da sie uns keine griffigen Gründe genannt hat, warum sie hier eingesperrt ist, sehe ich keinen Grund, ihren Worten Glauben zu schenken. Es kann sich genauso gut um eine alte Irre handeln. Ganz wahrscheinlich. Und ich achte immer wieder auf, dass der Wortlaut, also dass die Lautstärke so laut ist, dass die gute Frau das hören muss. Und blicke die anderen beiden, die wahrscheinlich mich gerade verständnislos anschauen, mit, also ich werf euch Blicke zu, eventuell die ein oder andere euch bei dem Gespräch zu beteiligen. Ja, also der Blick von Umlor spiegelt dir zurück. Es ist mir vollkommen egal, was du da gerade veranstaltest. Frau vielleicht nicht übermäßig belästigen? Vielleicht ist es eine Hexe? Genau das ist das, was wir rausfinden wollen. Hast du Bock, von ihr verflucht zu werden? Dafür schützt dich dein Adel auch nicht. Doppelte Flüche kann man übrigens nicht tauschen. Ja, sag uns, was möchtest du damit bezwecken? Schon mal was von umgekehrter Psychologie gehört? Ich würde Umlor fragend angucken. Tatsächlich noch nie. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Psychologie. Hildigunde kichert in ihre Faust. Ach stimmt, das hatte ich ihm erzählt. Das ist so ein Adligending oder was? Nein, es ist ein Trick, um Leuten Informationen zu entlocken, die sie eigentlich gar nicht ausgeben wollen. Provoziere sie, indem du ihnen aberkennst, gewisse Informationen zu kennen oder gewisse Fähigkeiten zu haben, und sie werden wütend und schreien dir genau diese entgegen. Aber was hat denn jetzt die Oma da von nebendran damit zu tun? Hast du nicht gerade irgendwie versucht hier, dass die Wachen dich rauslassen, weil du bist adlig? Und warum jetzt die alte Frau da belästigen, die, so wie es sich anhört, schon seit Ewigkeiten hier einsitzt? Wenn das vielleicht eine alte Magierin ist, ja, eine vielleicht sogar mächtige Magierin, so mächtig, dass Kaiser Hall sie hier eingesperrt hat. Von in einem normalen Keller. Eben. Das also, wissen wir nicht. Ich glaube, Magier lassen sich nicht so einfach einsperren. Zeigst du auf Hildigunde? Ja, das ist jetzt ja in dem Fall aber was anderes. Aber sind wir mal ehrlich, die würden dich hier nicht halten können, wenn du nicht wollen würdest, Hildigunde, oder? Vielleicht.
Ich brauche gerade kurz noch mal Spielleiterinfo. Wie hieß noch mal die großmagische Hexe, die Hexe, die... Nahema? Genau, danke. Was ist, wenn da vorne die Hexe ist, die den Fluch brechen könnte? Mach dich doch nicht lächerlich, Junge. Zuckt mit den Schultern. Ihr seid Nahema, nicht wahr? Das Gesicht erscheint wieder zwischen den Gitterstäben. Zieht sich so ein bisschen die Strähnchenhaare irgendwie aus dem Gesicht. Spuckt dann so einmal in die Hand und verreibt sich die Spucke so auf den Wangen. Ja, ich bin wunderschön, ich bin Nahema, die allergeilste überhaupt hier. Und die Bule von Geiserhaar. Lasst mich jetzt hier raus und dann werde ich euch befreien oder so ähnlich. Bist du sicher, dass du eine magische Absonderlichkeit bist? Momentan kommst du mir vor, als wärst du... Naja. Also wenn ich Nahema bin, dann bist du Raidri Kontjober. Ich regel mich und leg mich auf meine Pritsche mit dem Rücken zur Gesandtschaft. Ihr könnt mich ja wecken, wenn ihr die Tür aufgemacht habt. Sollen wir dich auch wecken, wenn wir kurz davor stehen, an den Kröten verwandelt zu werden oder nur, wenn die Tür offen ist? Ich glaube, das mit den Kröten werde ich dann mitkriegen, wenn ich ausgeschlafen habe. Dann geht Bruch zur Heligunde rüber und flüstert dir so: Hast du irgendeine Möglichkeit, hier ins Film zu gucken? Ich würde der Frau mal einen Blick zu werfen und versuchen, einen Blick in die Gedanken zu wirken. Ich weiß aber nicht, ob das an der Tür abprallt, weil ich vermute irgendwie, dass die Tür irgendwie Dinge tut. Zufällige Seite muss ich auswählen, ne? Achso, du willst eine Karte ziehen, ja. Ja, muss ich ja, glaube ich, oder? Musst gar nicht, ja. Ist leider sehr unscharf bei mir. Ifirn in umgedrehter Bedeutung, Grausamkeit, Verlorenheit... Hass, Abstoßung. Isolation, Zerbrechlichkeit, Abstoßung, Ausgrenzung. Gnadenlosigkeit, Störung. Ja, das passt doch ganz wunderbar. Hildigunde ist sowieso ja immer sehr gefühlskühl, sage ich mal. Nicht unbedingt kalt, aber definitiv kühl. Und da sie im Moment, zumindest wissen will, mit wem sie es zu tun hat auf der anderen Seite, würde sie halt einfach mal versuchen, mit ihrem Zauber die Oberflächlichkeit der Frau zu durchdringen, um herauszufinden, ob sie eine Bedrohung ist oder warum sie hier unten feststeckt, quasi stagniert. Weil die Situation scheint ihr doch ein bisschen merkwürdig. Ja, du blickst der Frau in die trüben Augen, quer durch den Flur auf die andere Seite und dringst in ihren Geist ein und merkst sofort also jemand, der damit umgehen kann, dass in seinem Geist herumgewühlt wird. Und die ersten paar Augenblicke hat sie wohl damit nicht gerechnet, dass so sowas mit ihr passiert. Und du bekommst so Eindrücke von Landleben. Irgendwie so irgendwo sehr ländlich. Und siehst so aufgehängte Kräuter. Und dann siehst du aber diese ganze Szenerie, irgendwie so eine Art Hof oder so von oben. Du siehst irgendwie dann, wie Leute ihren Kopf so nach unten machen und sie ihren Kopf versuchen zu schützen, als dicke Hagelkörner auf den Boden fallen. Und dann das nächste Bild, was du sehen kannst, ist dann so ein Angry Mob mit Fackeln und Heugabeln, die durch ein Fenster zu sehen sind, wie sie sich einer Hütte nähern.
Und dann schmeißt sie dich raus. Welches Tier sehe ich? Kein Tier. Kein Tier. Ja, ich würde Bruch halt zumurmeln. Also sie ist definitiv. Ich würde jetzt mal vermuten, dass ich weiß, dass sie eine Hexe ist, weil ich weiß, dass Hexen quasi so Flüche übers Wetter aussprechen können und ähnliches. Vor allem, ja, weil ich halt gesehen habe, wie es von oben hagelt. Also muss sie ja irgendwo geflogen sein. Oder zumindest irgendwie fliegen können, damit sie von oben sieht, wie Leute ihren Kopf vor Hagel schützen. Also. Ja, also das mit dem, dass die Leute in den Kopf vor Hagel, das war nicht mehr von oben, das war nur so ein Eindruck von der Szenerie. Und dann, das war halt so eine Traube von Leuten, wozu sie halt wahrscheinlich auch gehört hat, weil du hast es ja aus ihrem Blickwinkel wahrgenommen, die halt sich schützen und davonlaufen. Und dann war die nächste Szene mit dem. Okay, also es war nicht aus ihrem Blickwinkel. Ja, doch, aber halt nicht von oben. Ah, okay. Ja. Haben sie euch wegen des Hagelschauer hier reingeworfen? Es wäre nett, wenn ihr das nächste Mal nachfragt, bevor ihr sowas macht. Ich würde so etwas nicht tun, wenn wir zu einem Informationsaustausch gelangen würden. Wollt ihr denn wissen, was so wichtig ist, außer das mit dem Hagel. Und nein, ich war das nicht. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe nur gefragt, ob sie euch deswegen hier in diesen Kerker eingesperrt haben. Vermutlich. Vermutlich. So. Nun, da ihr schon etwas länger hier seid, haben wir uns ein paar Informationen erhofft über den Kerker, seine Leute. Wird man hier hereingeworfen und vergessen? Oh ja. Ich glaube, der ist dazu da, und damit man vergessen wird. Welche magischen Absonderlichkeiten habt ihr denn noch getroffen in eurer Gefangenschaft hier unten? Wie gesagt, der letzte, der gegenüber war in eurer Zelle war, war ein Elf. Wer war es davor? Weiß ich nicht. Davor wart ihr also noch nicht hier? Nein. Der Elf ist elendlich verreckt. Woran? Einsamkeit. Tragisch. Ich habe die Vermutung, Elfen brauchen irgendwie Gemeinschaft oder so. Er könnte ja mal 2 Wochen mit meiner Truppe hier durch die Gegend ziehen. Wird er wahrscheinlich, wenn er nicht tot wäre. Ich würde Bruch quasi einen Blick zuwerfen und mit den Schultern zucken. Scheint mir jetzt nicht besonders gefährlich, die Frau. Frag sie nach ihrem Namen. Flüstert er dir so zu? Wie ist euer Name, gute Frau? Mora. Mora. Wart ihr schon blind, bevor ihr in diesem Kerker gelandet seid? Nein, der Zwerg hat mich geblendet. Ein Rothaariger? Nein. Ah, hätte ja sein können. Was für ein Zwerg. Foslarin heißt er. Und warum hat er euch geblendet? Weil ich ihm nicht das erzählt hat, was er hören wollte. Was wollte er hören? Wie ich das mit dem Hagel gemacht habe.
Wenn ihr meint, das ist der Kerker für magische Absonderlichkeiten. So hat man mir das gesagt. Heißt das, dass hier dann irgendwelche Vorkehrungen für Magier etc. getroffen worden sind? Wovon redet ihr? Nun, ich kenne mich mit der Magie nicht so gut aus wie meine gute Gefährtin hier. Zeigt so ein bisschen und zeigt mit einer Hand auf die Runde. Sie kann dich nicht sehen. Ach so, okay. Sie kann mich nicht sehen. Ja, gut, stimmt. Ja, jetzt ist sie blind. Oh, ja, warte. Aber soweit ich weiß, gibt es ja auch Schutzzauber, Bannstaub etc. Fragt so, die Stimme wird ein bisschen unsicherer und schau die Kunde so mit dem fragenden Blick an. Ja. Das heißt, ihr habt schon versucht, hier auszubrechen. Ich will hier gar nicht ausbrechen. Und warum nicht? Weil die Mardas-Gabe in mir ein Fluch für alle anderen ist. Das heißt, ihr könnt eure Magie nicht kontrollieren. Manchmal. Wann? Welcher Magier oder welche Magierin kann das? Da ist Bruch raus. Ich meine wirklich. Fragt eure Kollegin. Es gibt bestimmt eine Situation, die ihr sofort einfällt. Und bestimmt ein Ding, was sie unbedingt machen muss, um solche Szenen zu verhindern. Nun, ich habe eine gewisse Ausbildung genossen, das ist korrekt. Aber wenn ihr diese nicht genossen habt, wieso seid ihr so geübt darin, andere aus eurem Geist herauszuhalten? Übung. Übung mit wem? Dem Zwerg. Der Zwerg, der euch geblendet hat. Mhm. Kommt der häufiger vorbei? Nicht mehr. Nun ja. Aber ihr macht mich neugierig. Warum seid ihr hier? Du kriegst vom Bruch dann so ein... Umdor dreht sich um. Kaiser Hall ist ein Tyrann. Bruch funkelt wahrscheinlich Umdor gerade so aus tiefster Wut an, dass Kinder wahrscheinlich gleich fast dazwischen geht, weil er davor Angst kriegt, dass er sich gleich vom Bruch eine fängt. Naja. Noch guckt Umdor ja nicht mal hin, der kriegt ja diesen Blick überhaupt nicht mit. Was tut denn das jetzt eigentlich alles überhaupt zur Sache? Ich meine, waren wir nicht gerade noch an dem Punkt, dass du adlig der verlorene Sohn von irgendwem bist und du nach den Wachen gerufen hast und... Das nennt sich Konversation. Kendra. Genau. Ich sehe schon, ja, Entschuldigung, ich bin unter eurer Würde, ja. Ihr seid nicht adlig. Ja, ich bin nicht adlig. Ja. Ihr habt auch gemerkt, seit dem Bruch das weiß, hat er so ein bisschen so einen geraderen Gang, also eine geradere Statur und so ein bisschen die Nase ein bisschen weiter oben als vorhin und... Kennt Wörter wie Psychologie. Mhm. Genau. In dem Moment, als ihr euch da unterhaltet, Umdor hat sich ja irgendwie auf seine Pritsche ja so irgendwie lang gelegt, die Augen eigentlich geschlossen, atmet Umdor auf einmal ganz tief ein und reißt die Augen auf.
setzt sich kerzengerade auf der Pritsche nach oben und schaut sich um. Hat dich eine Ratte in den Zeh gebissen? Weiß ich nicht. Hat sie Bettwanzen? Das nächste, was passiert, ist, dass er sich über das Gesicht fährt. Also nicht so reibend, sondern so tastend. So. Dann geht die Hand in den Schritt. Mit wem haben wir die Ehre? So sieht ja also aus. Kommt aus Umdorsgebäude. Verstehe. Aber ich soll fragen, bevor ich so etwas tue, nicht wahr? Sein Geist war ziemlich offen. Ja, das stimmt. Das ist in der Regel häufiger. Aber warte mal, ich gehe wieder zurück und ihr fragt noch mal ein bisschen. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr, wie ihr aussieht. Dass wir real sind? Und in dem Augenblick schlafft Umdor wieder ab. Und danach Wut und Brand aufzuwachen. Lass mich raus! In der Tat hat Umdor von diesen Ereignissen gerade überhaupt nichts mitbekommen. Ja, wunderbar. Was war das jetzt hier für... So gefällt er mir gleich besser. Es ist eine Übertragung des Geistes gewesen. Unsere gute Freundin von nebenan wollte wissen, wie wir aussehen. Hallo? Geht's dir jetzt so gut? Das kann die doch nicht einfach machen. Wie du siehst, hat sie es gerade getan. Was? Die alte Schachtel von nebenan hat irgendwie dich als Handpuppe oder so benutzt. Guck mal so hinten an mir runter. Nee. Ja doch, die hat gerade irgendwie dich eingenommen. Na. Das war das erste Mal, dass ich einen höflichen Satz aus deinem Mund gehört habe, mein lieber Umdor. Und es war ja auch nicht Umdor. Ich dreh mich in Richtung Tür. Darüber reden wir nachher. Entschuldigung. Aber Respekt, also. Huiuiuiuiui. Was? Sie spricht von deinem Gemächt. Nun, ich fürchte, wir können darüber nicht wirklich sprechen, warum wir hier unten festgehalten werden. Wir könnten sonst zu Schaden kommen. Nicht, weil man uns etwas antun wird, sondern weil Umstände uns schaden würden. Ihr wollt den Kaiser töten, oder? Hervorragend. Ich muss euch gar nichts mehr erzählen. Ihr habt es in seinem Kopf gesehen. Nein, er hat eben gesagt, dass er ein Tyrann ist und Kaiser Hall ist definitiv kein Tyrann. Nun ja, wieso habt ihr darauf geschlossen, dass... Weil man normalerweise Tyrannen töten will. Ich denke an die KGIA-Akten. Sage dazu nichts. Von Bruch kommt wahrscheinlich so ein bisschen gebrummelt. Von wollen kann hier nicht wirklich die Rede sein. Faszinierend. Also ich habe hier, glaube ich, irgendwas nicht mitgekriegt. Was genau hast du nicht verstanden, Kendra? Dieses... Ach, alles hier. Warum machen wir jetzt mit ihr Konversation? Nun, hast du etwas Besseres zu tun? Ja, überlegen, wie wir unsere Situation hier verändern oder verbessern können. Ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, uns mit unserem gewissen Problem zu helfen. Gut. Ich persönlich habe keine Lust, hier für alle Ewigkeiten drin zu sitzen. Wie gesagt, es wird nicht für alle Ewigkeiten sein, sondern für eine begrenzte Zeitspanne, nehme ich an. Aber... Ich möchte ehrlich gesagt nicht am Ende dieser Zeitspanne am Galgen hängen. Nur so, also ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr Magier, kannst du dich in Vogel verwandeln und wegfliegen oder so, aber
ich kann das nicht und so eine Art ich Magier bin noch zu jung nicht. Und mein Hals ist zu schön für eine Schlinge. Keine Sorge, Kendra, wir werden nicht an den Galgen gebracht. Wir sind magische Abnormitäten. Uns verbrennt man. Na, das wird ja immer besser. Oder blenden. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Nein, entweder unsere Umstände bringen uns um oder, naja, andere. Warum seid ihr denn eigentlich hier nach Gareth gekommen? Oder kommt ihr von hier? Ihr habt es gerade gesagt. Wir sind nicht freiwillig hier. Ihr wolltet den Kaiser treffen. Eigentlich wollten wir das Gegenteil. Eigentlich wollen wir nicht hier sein. Nein, wir wollen woanders hin, aber wir können nicht. Also zwingt euch irgendwas, hier hinzukommen. Exakt. Aber warum hierhin? Nun, weil wir darauf brennen, den Kaiser zu treffen. Ja, aber der ist doch gar nicht hier. Was? Wo soll er sonst sein? Nun, er ist auf dem Weg ins Bornland. Wenn das stimmt, was im aventurischen Boten steht. Der von wann war, wo ihr ihn das letzte Mal gelesen habt? Von gestern. Die Zeitung bekommt man hier auch geliefert, oder wie? Die Wachen lesen Zeitung. Und ich habe hier echt wenig zu tun. Könnt ihr... Bruch atmet mal einmal ganz, ganz tief ein. Hättet ihr theoretischerweise die Möglichkeit, einer der Wachen dazu zu bringen, diese Kerkertür aufzumachen? Ich glaube, wenn ich mich anstrenge, bestimmt. Aber warum sollte ich? Weil ich im Umkehrschluss dann der zweiten Wache das Gedächtnis löschen könnte über das, was gerade passiert ist. Und ihr dadurch keine Schwierigkeiten bekommt. Oh, ich kriege keine Schwierigkeiten. Nun, wenn die Wachen in Zweierpärchen herumlaufen und eine plötzlich die Tür öffnet, wahrscheinlich schon. War das eine Drohung? Es war eine Tatsache. So hätte ich euch nicht eingeschätzt. Ihr sah eigentlich echt nett aus. Und ich stehe auf. Wir wollen echt nur in Hesindetempel. Könntest du uns bitte hier rausholen? Was wollt ihr denn da? Beten. Bitte jedoch auch. In der Nähe zur Göttin? Mit Geweihten, mit deren Beistand und so? Was soll das helfen? Was geht das dich an? Nun, im Zweifelsfall einen Zwang zu beseitigen. Nach meinen Erfahrungen mit den Zwölfen wird das nix. Möglich. Sag mal, du hältst dich wohl für ganz besonders schlau, oder? Ja. Bruch wird gerade auf Kinder zukommen und so ein bisschen so diesen, jetzt beruhigen wir uns, es wird alles wieder gut. So nee, genau das Gegenteil von dem, was er sonst macht. Aber. Alter, sie hat gerade die Zwölfe gelästert. Eben, und also ich meine davon jetzt mal, also es sind ihre Erfahrungen. Ja, verbrennt sie, blendet sie und sperrt sie in einen Kerker. Also. Wer ist sie denn? Sie hat doch hier nichts, sie ist eine Gefangene hier. Bruch flüstert dir zu, sie ist eventuell die Eintrittskarte nach draußen. Also du meinst die Austrittskarte? So eine Art, ja. Und du denkst, sie wird uns einfach ohne Gegenleistung helfen? Sie wird uns sicherlich nicht helfen, wenn wir anfangen, sie zu beleidigen.
Nee, aber auch so, warum sollte sie uns denn helfen? Sie hat gesagt, sie will hier nicht raus. Also ist so, oh, komm, wir hauen ab und wir nehmen dich dann mit. Ja, wohl nicht wirklich was, was sie ihr anbieten können. Dreh mich ein bisschen zu Heligunde. Kann man ihr die... Inwiefern ist sie denn geblendet? Ist sie magisch geblendet? Kannst du das erkennen? Oder ist das durch ein Stahleisen? Ich bin keine Analysemagierin, aber so wie mir das aussieht, würde ich mal vermuten, dass die Augen wahrscheinlich mit sowas wie Blei oder so geblendet worden sind. Nehme ich an, oder? Ja, schwer zu sagen. Gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Oder magisch sowie auch nicht magisch. Also sie sind jetzt halt nicht ausgebrannt. Das würde man deutlicher sehen. Das ist halt, sie sind eher so alterstrüb. Das kann man auf dem alchemischen Wege tun, irgendwie sowas. Aber auch auf magischem Wege. Dann wird Bruch einfach ganz salopp wieder zum Gitter gehen und fragen, wie hat euch der Zwerg geblendet? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ihr wisst doch wissen, wie? Hat er euch ein Stück Eisen vors Auge gehalten? Nein. Konntet ihr einfach plötzlich nichts mehr sehen? Mhm. Dreh mich zur Hilfekunde um. Magisch. Ich habe ihm vorher gedroht, dass ich ihn blende. Vielleicht war das eine Retourkutsche. Der raushelfen soll oder überhaupt in dieser Situation irgendwas. Wir könnten ihr anbieten, ihr Augenlicht zurückzugeben. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen. Eine ganz andere Frage ist, wenn sie ihr Augenlicht verloren hat, wie hat sie im aventurischen Boten gelesen? Über die Wache. Zeigst du auf Umdur? Ich habe mir nichts vorgelesen. Wenn sie Umdur besetzen kann, kann sie auch eine Wache besetzen, im Zweifelsfall. Außerdem nehme ich an, dass ihre Ohren mittlerweile ausgesprochen gut sind. Dann ist doch hier mit diesem Kerker irgendwas faul, oder? Ich meine, sorry, also das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn sie weiterhin die Wachen besetzen kann, wie sie lustig ist. Sie möchte doch gar nicht hier heraus. Das Einzige, was wir ihr anbieten können, ist, dass sie weiterhin ihr ungestörtes Leben hier unten leben kann, indem wir verhindern, dass die anderen Wachen herausfinden, dass sie uns bei der Flucht geholfen hat. Sie kann in Ruhe ihre Tage hier unten verbringen. Das ist alles, was wir anbieten. Oh, bei Gelegenheit könnten wir ihr vielleicht auch noch eine Torte von Dolce Vitanis bringen, ne? Bruch dreht sich doch mal zu den Gittern um. Was würdet ihr von uns wollen, wenn ihr uns mit Hilfe eurer Fähigkeiten hier raus sollt? Wenn ich euch hier rauslasse und tötet ihr den Kaiser? Nicht, wenn unser Plan aufgeht. Zu Hesinde zu beten. Hast du einen besseren Vorschlag? Ich bin ganz Ohr. Hier bleiben? Das wird nicht funktionieren. Dass wir da noch nicht drauf gekommen sind. Ein Geniestreich. Ich glaube, damit ist fürs Erste wohl die Unterhaltung beendet. Ich bin wirklich müde. Gebracht. Eins noch vielleicht.
Was macht ihr, wenn ihr den Kaiser getötet habt? Wir wollen ihn gar nicht töten, wir suchen Hilfe. Willst du, dass wir den Kaiser töten? Ich mag, also was man so hört, ist er eigentlich ein netter Mann. Das war jetzt keine Frage, keine Antwort auf meine Frage. Mir fiele kein Grund ein, dass jemand ihn töten wollen würde. Wie war nochmal der Name von der Hexe? Welche Hexe? Mora. Also, Mora, okay. Okay. Nee, dann habe ich nichts. Das Reich würde in, naja, in Chaos verfallen, oder? Sein Sohn ist noch ein bisschen jung, um wirklich zu regieren. Naja, für meinen Geschmack zumindest. Schwer zu sehen. Um eure Frage zu beantworten, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was wir tun würden, sollte uns die Durchführung aufgezwungen werden. Eventuell gibt es eine versteckte Komponente, die uns zwingt, uns danach selbst umzubringen, um jegliche Spuren zu verwischen. Eventuell gibt es eine Folge, die wir bisher nicht absehen können. Es ist nicht so, als würden uns alle Informationen, die wir zu diesem Rätsel brauchen, auf einem Silbertablett serviert bekommen. Nein, wir müssen sie uns mit den Fingern zusammenklauben. Also können wir euch diese Frage, fürchte ich, nicht beantworten. Hm. So ein Fluch muss unglaublich mächtig sein, wenn er euch zwingt. Und ihr, naja, ihr klingt so verzweifelt. Nun ja, da ihr mich gesehen habt, wisst ihr, was passiert, wenn man sich ihm widersetzt. Ah. Und genau dieses Schicksal steht uns allen bevor, wenn wir hier unten drin sitzen und abwarten. Also von daher würden wir dem Wunsch der Verzweiflung wahrscheinlich eher folgen und alles versuchen zu unternehmen, um diesem Schicksal zu entgehen. Dann rate ich dazu, den Kaiser zu töten. Wirklich, deine Ratschläge sind Gold wert. Danke. Du möchtest, gute Frau, ihr möchtet doch schlafen. Ich kann euch eines versprechen, wenn wir nicht bald hier rauskommen, werden die nächsten, wir wissen es nicht, vielleicht nur die nächsten Tage oder die nächsten Wochen für euch keinerlei Schlaf finden. Denn jeder hier wird wahrscheinlich vor Schmerzen so laut schreien in dieser Zelle, dass Schlaf für euch nicht möglich sein wird. Ich wiederhole meine Frage von vorhin. War das eine Drohung? Das ist keine Drohung, das ist eine Tatsache. Um mich einmal zu zitieren. Ihr guckt so stolz gerade. So stolz. Nun, dann hört eine weitere Tatsache. Wenn die Tatsache, die ihr meint, wirklich Tatsache wird, sind wir keine Freunde mehr hier unten. Und dann darauf folgt eine weitere Tatsache. Dass ich euch nicht nur euer Tag, sondern eure Nacht zur Hölle machen werde. Die wird dann schon zur Hölle gemacht worden sein, das könnt ihr, darauf könnt ihr zählen. Wenn ich will, bin ich du. Und jetzt denk drüber nach, Adliger. Super, wenn du unbedingt in meinen von Schmerzen geplagten Kopf rein willst, bitte. Komm, ich lade dich ein. Komm rein, ich werde die nächsten Tage auf meiner Pritsche liegen und vor Schmerzen nicht mehr aus noch einwissen. Wenn du Lust darauf hast, los. Ich wollte nur sagen, dass das Tatsachenspiel nicht einseitig ist. Ja doch, ist es. Total. Ich hab dich eingeladen, komm.
verbringen die nächsten Tage in meinem Kopf, während ich elendig zugrunde gehe. Dir ist schon klar, gute Frau, dass wir da nicht aus, nur um dir auf den Nerv zu gehen, vor Schmerzen schreien, sondern weil wir diesen Fluch da an uns haben, oder? Also ich meine, dass das jetzt keine böse, dass das dann keine böse Absicht ist, das müsste dir doch auch klar sein, oder? Außerdem wissen wir nicht, wer von uns anfängt zu schreien. Die anderen könnten versuchen, die Schuld auf dich zu lenken, nachdem wir ja wissen, dass du die Gedanken von anderen... Ich lasse jetzt diese ganzen Drohungen mal beiseite und habe sie ignoriert. Wir bleiben bei dem einen Punkt, dass ihr immer noch nicht akzeptiert habt, dass ihr den Kaiser töten müsst. Ihr sucht immer noch nach einem Ausweg, einem, der sich entzaubert, einem Hesindegebet, einer Zwiesprache mit der Göttin. Das ist falsch. Ich entnehme diese Aussage, dass ihr unbedingt wollt, dass wir den Kaiser töten. Warum? Ich versetze mich in eure Position. Und wenn ihr selbst sagt, ihr würdet leiden und schreien und ihr werdet gequält sein. Mir liegt nichts ferner davon, einer gequälten Seele nochmal beim Sterben zuzuhören. Das habt ihr richtig erkannt. Du könntest das verhindern. Ich kann das nur verhindern, wenn ihr euer Schicksal akzeptiert. Und wenn wir vorher nochmal kurz in den Sinnetempel gehen? Wird man euch da wieder erkennen, hier wieder einsperren. Oder Schlimmeres mit euch machen. Wenn ihr hier rausgeht, dann mit dem genauen Wissen, dass ihr ab da die Staatsverbrecher Nummer 1 seid, die man jagen wird. Und da könnt ihr nicht einfach in den Hesindetempel marschieren und um ein Gebet bitten. Ihr müsst akzeptieren, dass ihr, naja, die Bösen seid in der Geschichte. Wieso können wir mit ihr darüber reden? Werfe ich mal ganz leise von der hinteren Ecke, wo ich sitze, in den Raum hinein. Vielleicht, weil sie das Thema aufgebracht hat, weil wir nicht aktiv erzählt haben was, sondern sie hat ja gefragt, hier, wollt ihr? Nein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie auch verflucht oder sie hat den Fluch ausgesprochen. Ich glaube, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Aber eine ist definitiv, dass sie davon wusste. Die andere ist, sie will uns nicht aufhalten. Ich würde gerne mal eine Karte ziehen. Kann ich? Moment, ja. Aber wie gesagt, sie ist mir etwas zu schnell umgesprungen, nachdem sie in Undos Kopf war. Hat zu schnell die richtigen Schlüsse gezogen. Oh. Was macht der umgedrehte Chor mit dir? Ich glaube, okay. Nachdem Bruch ja jetzt so gewisse Fähigkeiten wieder hat, was auch vielleicht sowas wie ein Pokerface und sich ein bisschen zu beruhigen und nicht mehr der aggressive Trunkenbold ist, wie es jetzt die letzten paar Monate gewesen ist, wird er noch einmal kurz in sich gehen, sein
obwohl er weiß, dass die gute Frau es nicht sehen kann, aber sie wird es hören können, denn man hat ihm beigebracht damals in seinem Heimathaus, rede mit einem Lächeln und man hört es. Sein breitestes Lächeln und freudestrahlend zu der guten Frau sagen: Nun gut, ich denke, ihr habt recht. Wir werden uns diesem Schicksal ergeben müssen. Natürlich habe ich recht. Dann brauchen wir trotzdem eure Hilfe, um dieses Schicksal zu erfüllen. Und seine Stimme wird richtig so Honigkuchen-süß. Die anderen werden wahrscheinlich ein bisschen angeekelt sein, außer vielleicht Hildigunde, aber die anderen beiden, die werden so... Die kriegen gerade das Bild wahrscheinlich noch nicht ganz verarbeitet von dem Gestrigen, der noch Leute zusammengekloppt hat und dem, der jetzt gerade jemanden einlullt. Du warst für mich wie ein Bruder. Du solltest die dunkle Seite vernichten, nicht Teil von ihr werden. Das Gesicht erscheint wieder irgendwie an dem kleinen Fensterchen. Legt den Kopf so ein bisschen schief. Was bist du bereit zu geben, um dem Nachdruck zu verleihen, was du mir mit honigsüßen Worten um den Mund schmierst? Vorsicht. Magische Hände? Flüstere ich zu Hildegunde zu? Oh, sie ist definitiv nicht die unschuldige alte Frau, für die sie sich gibt. Sie sitzt halt im Kerker für magische Absonderlichkeiten. Und was sie vorschlägt, ist definitiv ein Handel, also triff deine eigenen Entscheidungen. Was schwebt euch vor, alte Frau? Beweist mir, dass ihr euer Schicksal akzeptiert. Und wie? Opfert etwas. Ich verschaue jetzt verständlich Lucilligunde an. Weil sich das namenlos Geweihte ein Körperteil opfern müssen, um dem namenlos Geweihten ihre Treue zu schwören. Weiß ich das? Ich denke, als KGEA-Magierin wirst du sowas auf jeden Fall irgendwann schon mal gehört haben, zumindest das Gerücht. Shit. Ich würde Bruch mal zu mir winken und ihm dann wirklich sehr leise ins Ohr flüstern. Ich vermute, wir haben es hier mit einer Dienerin des Gottes ohne Namen zu tun. Die geben nämlich gern mal ein Körperteil her, um dessen Macht zu erhalten. Buch zeigt so auf die Augen. Ich heb mal die Hände, die wir ja bisher nicht wirklich gesehen haben, oder die Füße. Und jetzt? Und dann würde Bruch euch alle ein bisschen so zusammenscharren, dass ihr so in einer Ecke steht. So den Fußballring sozusagen, ne? Teambesprechung, Timeout. Mach ich damit. Was machen wir jetzt? Also noch während du das fragst, versuche ich mich aus deinem... nicht am Jäger packen. Das ist eine Opfergabe, die ich nicht eingehen möchte. Absolut nicht. Dann lass es. Momentan scheint es so, als wäre es die eigene Austrittskarte aus diesem Kerker. Haben wir schon irgendwas anderes versucht? Hast du eine andere Idee? Du hast doch vorhin nach den Wachen gerufen. Sind sie gekommen? Vielleicht musst du mehr als einmal rufen. Ihr habt euch ja dann gleich auf die Konversation da eingelassen mit dieser alten Vettel.
Apropos Wachen, die kommen jetzt gerade den Gang runter und eine kleine Klappe öffnet sich und dann schiebt euch ein bisschen Essen ins Zimmer rein. Bruch wird dann pfeifen nicht, sondern der wird die Wache an sich ranwinken. Das sind ja Gitter, ne? So müsstet ihr das sehen. Kommt mal her. Ich hab mit euch zu reden. Redet. Du kannst nur einen K.O. hauen und den anderen können wir uns kümmern, aber einen musst du machen. Ja. Wisst ihr, wer das ist? Und zeig auf Hildigunde. Nein. Wisst ihr, wer ich bin? Nein. Nun, ich möchte euch verraten, dass wir nicht gerade Personen sind, die in einen Kerker gehören. Dann werdet ihr wohl nicht hier. Ich gebe vielleicht zu, dass wir nicht unbedingt unschuldig sind. Also wir sind nicht ohne Grund hier. Jedoch ist die Behandlung, die wir hier unten erfahren, nicht die, die unseres Standes geziemt. Dann reiche eure Beschwerde weiter. Kenra, ich glaube, er notiert sie sich auf seinem unsichtbaren Pergament. Magische Absonderlichkeiten. Es sind 2 Wochen, ne? Scheiße. Weiß ich, dass du den Stab hast? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Weiß ich genauso wenig. Also, ihr wisst, dass ich meinen Stab normalerweise in einer Geheimtasche in meinem Ärmel habe und ich habe ihn nicht rausgezogen, als man mich um meinen Stab gebeten hat, den ich sehr offensichtlich an meinem Gürtel getragen habe, was nicht mein Stab war. Okay. Ich habe da jetzt auch nochmal eine Verständnisfrage. Mhm. Kann es sein, dass wir dann auch nicht nach Dolchen und so weiter durchsucht worden sind oder nach Messern? Nein, also man hat euch nicht durchsucht, aber man hat euch halt gebeten, eure Waffen abzugeben. Und alles, was halt offensichtlich war, das hat man euch halt abgenommen. Ich habe halt den Stab der toten Magierin abgegeben. Darf ich dafür kurz eine Karte ziehen? Was willst du denn? Also wenn du jetzt irgendwie bestimmen willst, also, dass du was hast, dann kannst du das auch einfach sagen. Also musst du nicht. Nee, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das getan habe oder alles nicht. Klar. Gut, dann ziehen wir eine Karte für. Moment, wie mache ich das nochmal? Sorry. Rechtsklick. Und dann die unterste zufällige Karte wählen. Nochmal, das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Entschuldigung. Rechtsklick auf die Karte. Sorry. Ja. Danke. Nee. Ich habe sowas von alle Waffen abgegeben. Die gute Ifian, ja. Dann würde ich jetzt. Oh Gott, ich hoffe, ich bereue das jetzt. Okay, ich glaube, ich nehme die Karte, bevor ich das mache. Tu es. Ich möchte die Karte. Ich habe noch einen. Oh, Mann, ey. Oh, okay, das schreit danach. Do it! Als der Wachmann sich umdreht, würde ich ihn durch die Gitterstäbe versuchen zu packen und zu Hildigunde schreien, jetzt! Jawohl. Mhm. Okay. Machen wir erstmal einen Paralys, dann kann er nicht weglaufen und nicht schreien und überhaupt nicht. Ja, auf den anderen. Auf den anderen. Der wahrscheinlich jetzt gerade solche Augen kriegt. Ja. Genauso wie Undor, der da sitzt. Was tut ihr da? Habe ich ja schon mal in Aktion erlebt. Also, ja, wir gehen du nach jemandem packst und Hildigunde wen verzaubert. Okay, also Bruch hat die eine Wache am Schlawittchen, die andere Wache gefriert quasi in ihrer Bewegung ein. Ja. Und was macht Bruch dann mit der gepackten Wache?
Ich werde ihn erstmal, also ich werde mit einer Hand halt festhalten, mit der anderen Hand werde ich nach Schlüsseln tasten. Oder. Du bist gemutet. Du bist gemutet. Also wie gesagt, Tür, kleines Fensterchen da drin. Du kannst gerne da durchpacken, kannst ihn auch ziehen, aber irgendwie auch Schlüsseln, also so lang ist dein Arm nicht. Also, ach so, na dann, dann würde ich ihn einmal zurückstoßen, so, solange es mein Arm zulässt und einmal so knack gegen die Wand hauen. Oder gegen die, gegen die Tür. Gegen die Tür wieder ja. Reinziehen und ihm, so, dass sein Schädel halt genau dagegen knallt. Ja, es gibt ein eher ekliges, knackendes Geräusch irgendwie, weil damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Er hat auch keinen Helm an oder sonst irgendwie was. Und ja, der wird dann schlaff an deinem ausgestreckten Arm. Prima, den ersten haben wir schon getötet. Meine Nerven. Fehlt noch der Kaiser. Kendra, du hast dünnere Arme als ich. Kannst du irgendwie mit durch die Öffnung greifen und gucken, ob du Schlüssel oder was weiß ich findest, was uns helfen könnte, hier rauszukommen? Machst du Witze? Du bist größer als ich und hast deutlich längere Arme. Es geht nicht um die. Hier geht es nicht um die Länge, sondern um die Beweglichkeit. 4 Minuten. Halt still, ich muss ein Stück weit auf dich draufklettern, weil. Noch 4 Minuten, bis die nächste Patrouille vorbeikommt. Beeilt euch. Ihr wisst schon, dass eure Unterhaltung in einem Raya-Tempel sehr witzig klingen würde, oder? Oh. Ich habe extra versucht, die Wortwahl anders zu nehmen. Oh. Oh Gott. Ja, dann würde ich quasi bis zur Schulter dann durch das Gitter durch und versuchen, ja, nach seinem Schlüsselbund da zu angeln. Ja. Mit vereinten Kräften, also Bruch kann ihn irgendwie mit, wird sich wahrscheinlich daran ziemlich wehtun, weil das irgendwie ja auch nicht, das ist irgendwie eine schwere, auch eine gerüstete Wache irgendwie mit einer Hand halt irgendwie hochzuheben. Bruch ist halt sehr, sehr stark und deswegen schafft er das auch an der Stelle, aber man merkt so, man sieht vielleicht das auch irgendwie, dass die Muskeln sich halt, wenn ihr die alten Arnie-Filme halt seht, ne, dass die Äderchen halt vorquellen und so. Und er schafft das so, den Mann halt so mit den Händen so hochzunehmen und Kendra muss dann so unter ihm durch und in der Mitte irgendwie mit dem Arm irgendwie dann doch noch irgendwie durch das kleine Fensterchen zu greifen und dadurch, dass Bruch ihn halt irgendwie so hochhebt und dann quasi quasi am eigenen Körper nach oben hieft und das unglaublich anstrengend ist, schafft es dann Kendra, was für Kendra wiederum auch super anstrengend ist, sich dazwischen irgendwie ohne erdrückt zu werden, weil das ist ja gleichzeitig ein Ziehen und ein, ne, tastest nach dem Schlüsselbund und kriegst es tatsächlich zu fassen. Was Problem ist allerdings, das Schloss ist außen. Ja, dann würde ich wahrscheinlich ihn einmal so weit wegwerfen, dass er halt jetzt nicht unbedingt die Tür blockiert oder das Gitter blockiert. Würde meine Arme da wieder rauslassen und Kendra ganz an die Öffnung lassen, damit sie da sich nicht durch mich durchschlängeln muss. Damit sie da easy, die müsste sie wahrscheinlich easy drankommen. Easy weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir davon eine Karte ziehen. Ja. Lass mal. Zufällige Seite, ne? Ja. Oh. Oh, grotesk. Verdorbene Werkzeuge. Feuer der Niederhöhlen. Da würde ich mal fast behaupten, dass sie daran rumfummelt an dem Schloss und es dabei schafft, den Schlüssel abzubrechen. Shit. Wie schaffst du das bei einem massiven Eisenschlüssel? Wow! Blöd abgerutscht, mit dem ganzen Gewicht draufgefallen an so. Vielleicht war der ein bisschen eingerostet oder so, ja. Oh je. Vielleicht war der schon was älter. Ja. Und jetzt? Okay, ich würde jetzt noch mal eine Karte ziehen.
Ja. Wir kommen hier nicht raus. Bruch steht hier, steht jetzt komplett mit seinem Latein. Jetzt ist wirklich alles, was man machen könnte. Vielleicht steht er gerade auf. Scheiße, 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 scheiße. Ja. Ich komme mal zur Tür. Ich habe ja immer noch den einen Typen im Blick, um abzuschätzen, wenn er Zauber ist. Und dann, weil ich bisher nur wenige Magier gebaut habe, können alle meine Magier fast dasselbe, lege ich meinen Zauberschau an die Tür und mache Hammer des Magus gegen das Holz um das Schloss rum, damit wir die Tür einfach, während das Schloss noch drinsteckt, aufmachen können. Ja, ich schieb mein Bruch so beiseite. Alles muss man selber machen, alles Kinder. Zack, und dann, ja. In einer großen, splitternden Explosion kracht ein Stück der Tür kaputt. Eigentlich zerstaubt die nur, aber okay. Damit kann ich auch arbeiten. Und es wird möglich, die Tür zu öffnen. Das Erste, was passiert, wenn dass das Bruch rausrennt und die Wachen haben doch bestimmt irgendwelche Waffen dabei, oder? Ja. Mhm. Ich würde bei Kenra zutrauen, dass sie noch irgendwelche Waffen da hat, weil sie weiß, wie man Waffen versteckt, denke ich mal. Ich würde mir, oder auch, Scheibenhonig. Waren die, in dem Versteck waren die Dietriche. Also da war der Werkzeug versteckt. Da würde ich aber zumindest, was haben die denn für Waffen dabei? Die haben Schwerter. Würde Bruch sich eins der Schwerter nehmen, weil der hatte ja Schwertunterricht. Der weiß ja auch wieder, wie ein Schwert funktioniert. Und würde wahrscheinlich einen von euch beiden das andere Schwert hinhalten. Wisst ihr, wie ihr damit umgehen könnt? Ich nehme Bruch beide Schwerter ab, werfe sie in den Kerker. Wir bringen keine weiteren Leute um. Ist das klar? Hast du eine bessere Idee, um hier rauszukommen? Du kannst die ja meinetwegen gerne K.O. prügeln oder was auch immer, aber nicht umbringen. Du übertreibst. Das ist, nennt man auch Selbstschutz, mein Lieber. Wenn wir hier gegen eine ganze Truppe mit Schwertern ankämpfen müssen, dann können wir es vergessen, es mit Hand und Fuß zu machen. 2,5 Minuten. Können wir die Wache bitte in die Zelle bringen, die da vorne noch steht? Würde ich machen. Dann nimmt Umlor die beiden Schwerter. Verteidigen. Ist das klar? Klar wie Kloßbrühe. Und nimmt dir so mit einem Ruck. Oder Tobrische? Tobrische? Richtige Antwort. Ich würde währenddessen mal helfen, die Leiche auch in die Zelle zu bringen. Und ich glaube, Kendra und ich würden zusammenarbeiten, um den irgendwie. Ich nehme an, die haben sowas wie so einen Überwurf, der sie als Wachen kennzeichnet, um den abzunehmen. Zumindest. Dann ist man auf die Entfernung zumindest nicht gleich als Zivilist zu erkennen. Und würde die Bruch und Umlor zuwerfen. Zum Überwerfen. Finden wir irgendwo in dem Kerker ein Seil oder irgendetwas, wo man Leute mit fesseln könnte? Wir können einfach so tun, als wären wir gefesselt und ihr schiebt uns vor euch her. Das war nämlich der Plan, genau. Eine Minute. Würde wahrscheinlich dann einfach hier die Gunde die Hände hinter ihrem Rücken packen und so zu tun, als würde ich sie gerade abführen. Ich lege der eingefrorenen Wache die Hand auf die Stirn und würde gerne ihre Erinnerung modifizieren an die letzten paar Minuten, um unsere Spuren zu verwischen, damit sie nicht wissen, dass wir... Also sie wissen schon, dass wir ausgebrochen sind, aber damit sie auf jeden Fall nicht wissen, dass wir in irgendeine Richtung davon sind, weil sie sieht uns ja immer noch, auch wenn sie eingefroren ist. Na, sondern ich würde ihr quasi einfach ein Blank einfügen, quasi sowas wie so ein schwarzes Loch in ihrer Erinnerung, dass sie einfach nicht weiß oder... Na, also sie weiß halt einfach nichts. Dann können sie sich erstmal darüber umärgern, warum sie denn nichts weiß und dann können sie wild anfangen zu suchen. So. Ja, und dann... In der Wachstube seht ihr dann halt auch so eine Art Schrank, wo halt ihr eure Habseligkeiten halt auch rausnehmen könnt, wenn ihr das wollt. Ja. Also meine Habseligkeiten sind da, glaube ich, gar nicht da, weil ich habe meine von der Akademie bei der Keule. Ja, die hat man dann dahin gebracht. Ach so. Dann wird sich Bruch wahrscheinlich seine Keule anschauen.
Und so Keule gegen Schwert, welches Leben mache ich weiter? Würde sich, würde da wahrscheinlich die Keule irgendwie in den Gürtel versuchen, da hat er wahrscheinlich so eine Halterung dafür und mit dem Schwert vorangehen. So, aber die Keule versuchen so zu verstecken, dass sie über diesen Überhang versteckt Bruch, ist, dass man die Bruch nicht so geht vor, dann, oder was? Ja, ja. Ich würde mit Hildegunde vorgehen und so sie halt vor mich herschieben, als wäre sie dann gefangen. Dann geht so eine steinerne Treppe wieder nach oben, den gleichen Weg, den ihr halt gekommen seid. Das ist der einzige Weg, den ihr kennt. Die hat übrigens der alten Hexe noch so eine halb spöttische Verbeugung zugeworfen, auch wenn sie sie nicht sehen kann oder vielleicht doch, wer weiß das schon so genau, bevor sie dann den Gang runtergegangen sind. Ja, als Hildegunde dann... warte! Muss ja... Ja, bitte? Mir ist gerade was Cooles eingefallen, aber das ist zu spät. Ich könnte der Wache auch einpflanzen, dass die Hexe sie umgebracht hat. Aber die Frage ist, ob ich das mache. Ist das zu spät? Es ist zu spät in meinen Augen. Nee, lassen wir es. Okay. Es ist zu spät, ich hab's gesagt. Ja, irgendwie als das Bruch dann irgendwie so oben mit Hildegunde vor sich her schiebend eine Tür öffnet, nach draußen geht, blickt Hildegunde, die ja vorne ist, quasi in das Ende eines Schwertes. Eine Wache steht dort und hat das Schwert gezogen auf euch gerichtet. Nur einer. Halt keinen Schritt weiter! Kollege, ich hab den Befehl, die hier abzuführen. Die anderen sind abgehauen. Ganz kurz sieht Bruch so ein Flackern im Blick von der Wache. Dann senkt sie das Schwert, gibt ihr den Weg frei, zwinkert ihr zu und meint, okay. Was? Okay. Ich glaube, so schnell werden wir sie nie wieder los, oder? Oh, scheiße. Opfer angenommen. Du hast dir den kleinen Finger gegeben. Opfer angenommen? Du hast dir den kleinen Finger gegeben, Bruch. Hey, ich hab doch gar keine Opfergabe angegeben. Doch, du hast jemanden umgebracht. Ich sagte, triff deine Entscheidung weise. Weiter geht's, darüber können wir uns später unterhalten. Beeilt euch. Ja, würde dann weiter mit zu tun, als wäre sie gefesselt, weiter nach vorne schreiten. Ja, läuft raus auf den Hof, vorsichtig, um nicht erkannt zu werden mit den Überwürfen. Versucht euch irgendwie irgendwo zu halten, wo wenig Aufmerksamkeit ist. Sieht dann irgendwelche Soldaten patrouillieren. Relativ schnell kriegt ihr irgendwie mit, dass die nächste Herausforderung wohl ist, aus diesem Kaiserpalast-Ding irgendwie entweder rauszukommen oder halt in die tieferen Ebenen des Kaiserpalastes hinzukommen. Je nachdem, was ihr machen wollt. Ja, eben. Glauben wir ihr, dass Kaiserhall nicht im Palast ist? Naja, ich meine, wenn sie wirklich eine Dienerin des Namenlosen ist und sie gar nicht so abwegig davon ist, dass sie, ich denke, dann ist es nicht so abwegig, dass sie möchte, dass wir Kaiser Karl Hal umbringen. Und die wird uns dann in dem Fall tatsächlich die richtige Antwort geben, denke ich mal. Kommt der Drang zurück, wenn wir versuchen, den Palast zu verlassen, dass wir wieder nach innen wollen, wenn wir quasi den Gedanken fassen, den Palast zu verlassen? Guter Punkt, denn in der Tat, sobald ihr ins Freie getreten seid, wird eine Art unterschwelliges Gefühl von wir sind hier falsch auf jeden Fall euch überkommen. Also so quasi, dass wir das Gefühl haben, wir sind im Palast am besten aufgehoben, oder wie? Nee, eben nicht, weil ihr seid ja im Palast. Also ihr seid auf dem Palastgelände. Also so eher das Gefühl, los, raus hier. Na denn? Wie schaut denn der Hof aus?
Ja, wie ich schon sagte, irgendwie, da werden hin und wieder ein paar Wachen patrouillieren. Irgendwie ist es eine hohe Steinmauer gezogen um das ganze Gelände. Mehrere Wirtschaftsgebäude oder halt auch Wohngebäude sind zu sehen. Ansonsten Gartenanlagen, sehr weitläufig, mit so Buschfiguren. Hin und wieder sieht man halt auch Gesinde, das da Sachen hin und her trägt oder Gärtner, die sich irgendwie müßig tun. Und Flüster, Liegwunde so ein bisschen ins Ohr. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Wir sind ab jetzt keine Gefangenen mehr. Also das Tor ist definitiv bewacht, was hier reinführt. Wir sind ab jetzt keine Gefangenen mehr und wir werden versuchen, eine weniger bewachte Seitentür zu finden, zum Beispiel im Garten oder in der Küche. Diese Steinmauern, könnte man die rein theoretisch erklettern? Also Kendra kann das auf jeden Fall, würde Umdor denken. Umdor vielleicht sogar auch. Also die sind auch auf dieser Seite auf dieser Seite auch teilweise mit Ranken versehen. Also woran man hochklettern könnte. Sehen wir irgendwo Dampf aufsteigen von der Wäscherei? Ja. Okay, dann würde ich die Leute erstmal in Richtung Wäscherei lotsen, damit Kendra und ich uns was zum Überwerfen besorgen können. Ja, ihr seid Wachen. Wir sind im Moment noch unpassende Zivilisten. Ja, also ich zeig so auf Kendra und auf mich und dann auf die Wand und die Ranken. Also Bruch würden die wahrscheinlich nicht halten, weil der zu schwer ist, aber... Du kriegst meinen Wachenüberwurf. Wir nehmen den anderen Weg. Ich gucke auf meine immer noch relativ adlig aussehenden Klamotten, leider. Wir können es versuchen. Solange uns nur eine Wache begegnet, ist das alles kein Problem. Echt? Sieh doch die Klamotten einfach kurz aus. Da hinten im Schatten. Und dann ziehst du dir den Umhang über und wir geben dir die Sachen draußen wieder. Weißmagier, echt? Ey, Umdur und Bruch werden sich auch umdrehen. Mach dir da keine Sorgen. Oh je. Launenhaft. Ja, launenhaft. Willst du hier jetzt noch mehr Zeit vergeuden? Nein, möchte ich nicht. Du hast doch sicher auch, ich meine, du hast doch Untergewänder drunter, die nicht so auffällig sind, also. Ich mache mir mal eine geistige Notiz in Bezug auf Kendra. Oha. Ich würde dann widerstrebend diesem Vorschlag folgen, aber das wird wahrscheinlich ein Nachspiel haben, auf die eine oder andere Art. Ich habe dich ja nicht mit Waffengewalt dazu gezwungen, möchte ich anmerken. Ja. Du hast mir gesagt, was ich tun soll, darauf reagiere ich allergisch. ja, wie gesagt, dann mache ich das so. Dann kriegen die von mir so ein Bündel Kleidung und Also der eine Teil geht als getarnt als Wache durch das Tor und die andere klettert über die Mauer? Ja. Yep. Okay. Ja, das soll euch auch irgendwie in der Art und Weise ohne Probleme gelingen. Irgendwie die Wachen werden euch nicht weiter irgendwie belästigen am Tor, wenn ihr da schnell irgendwie durch seid. Vielleicht passt ihr gerade einen Moment ab, wo irgendwie gerade so ein Karren irgendwie reingefahren wird, wo die sich gerade auch mit dem Karren beschäftigen müssen, dass man nur so vorbeigehen kann, so, ja, Feierabend oder so. Und auch die durch die Ranken ist auch die Mauer auf der einen Seite für Umdor und Kendra irgendwie nicht so die Herausforderung. Auf der anderen Seite wieder heruntergekommen, heil, ist wahrscheinlich die größere Herausforderung. Aber ich denke gerade, weil Kendra auch irgendwie als Klettern begabte da durchaus überbegabt ist, schafft sie es vielleicht um, nur ein bisschen irgendwie, da hinten ist ein kleiner Tritt und so und folgt mir einfach auf den Spuren oder so. Und vielleicht fällt Umdor das letzte Drittel des Wiederabstiegs irgendwie hin und landet in den Rosenbüschen und tut sich schrecklich die Schulter weh oder so oder das Steißbein. Aber er kommt auf jeden Fall über die Mauer. Wenn wir uns dann wieder sehen, würde ich wahrscheinlich zu Umdur gehen und ihm so die einzelnen Dornenspieße da so aus der Schulter rauspicken.
Ich glaube, damit hätte ich dann wahrscheinlich auch schon angefangen, wenn wir da auf euch warten, bis ihr um die Mauer rumkommt, so mal das Schlimmste, dass er eben nicht aussieht, wie gerade in den Rosenbusch gefallen. Oder in den kaiserlichen Rosenbusch gefallen. Man merkt, ich versuche mit aller Gewalt keinen Mucks und keine Miene zu verziehen. Dich schwer verletzt? Nein, zieh weiter. Wo sollst du denn jetzt hingehen? Es ist wichtig. Kannst du den Arm voll benutzen? Wird gehen. Zupf mal weiter. Ich kümmere mich später darum. Ja, wir müssen erstmal raus aufs Garret. Sobald das da bekannt wird, ist hier nämlich Ausgangssperre, würde ich mal vermuten. Also sollten wir uns beeilen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr auf jeden Fall zwischendrin noch irgendwo in den Gassen euch vielleicht einen der aventurischen Boten holen und so zu gucken, ob die Frau die Wahrheit gesagt hat. Kommt mir zufällig in irgendeiner Seitengasse ein Händler unglaublich bekannt vor, der zufällig Messer verkauft. Wenn du lang genug suchst, auf jeden Fall, ja. Ich erinnere mich da an einen solchen, an einen Traum, den ich hatte. Da du da ja die Gesichtszüge und das genaue Aussehen des Händlers auch nicht wirklich wahrgenommen hast, könnte das auf einige Händler hier zutreffen, ja. Hervorragend, dann kann ich sie alle ignorieren. Ja. Wir haben jetzt wirklich, jeder hat jetzt wirklich alle Waffen, ne? Also du hast auch wieder den Bogen und niemand ist waffenlos. Ja, eure Ausrüstung, okay. Ja. Alles klar. Sonst hätte ich die Keule wahrscheinlich an wen abgetreten. An mich. Ab sofort Schamanenkeule. Kennt ihr noch Worms? Wo er die eine Wumme so hebt und dann so ins Kippeln kommt und nach hinten umfällt? Das ist dann Hildigunde mit Alrika. Gut. Ja. Versuch auch noch mal irgendwo ein paar Pferde zu klauen. Okay. Können wir mal mit einer Karte machen, dann kannst du selber entscheiden, wie das vonstatten geht. Okay. Jetzt Fex, aufrechte Position. Nee, Chor. Wir bringen niemanden mehr um. Ja, also, ja. Leute. Na gut, ein noch, aber dann ist Schluss. Wir können jederzeit aufhören. Wie gesagt, ich habe schon einen Kill-Counter, bei mir ist schon auf 2. Ja, also wie gesagt, Pölle, fröhliche Freiheit, wie anhand der Karte, wie wird dein Diebstahl-Szenario ablaufen? Ja, also wahrscheinlich wird das so ablaufen, ich werde irgendwo einen Knecht oder so auftreiben in der Gasse, also wir sind ja hier im gehobenen Viertel, da wird es mit Sicherheit irgendwie so einen Stallknecht oder so geben, der aber partout nicht verschwinden will. Und ich warte und gucke mich schon immer ein bisschen hektisch nach den anderen um. Wir haben ja jetzt auch nicht ewig Zeit. Und dann habe ich irgendwann wirklich keine andere Wahl, als dass ich meinen Dolch nehme und ihm den mit dem Knopf voll über den Hinterkopf ziehe. Und er auf dem Boden landet. Naja, und scheint, also ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, ich werde mein Möglichstes versuchen, ihn nicht zu töten, sondern ihn nur bewusstlos zu hauen, aber eventuell... Man weiß einfach nicht, was mit aus ihm geworden ist, ja. Genau. Ja, ja, wenn du mit den geraubten Pferden dann um die Ecke biegst, ist irgendwie in so eine Passantenmenge irgendwie eintauchst, irgendwie wieder zurück zu den anderen, wird irgendwo auf so einem Fenstersims irgendwie ein Fensterladen geöffnet und so eine Frau schaut raus und lächelt und schaut dir nach. Oh. Sehen wir das? Nee, das ist nur für die Zuschauer. Okay. Und weil die Szene cool ist. Dann würden wir uns wahrscheinlich sehr zügig auf direktem Wege zu irgendeinem Tor machen, um Garret zu verlassen. Bevor es eine Ausgangssperre gibt, weil die Typen, die versuchen, Kaiser Hall zu ermorden, aus dem Kerker entkommen sind und eine Wache umgebracht haben. Ah.
Ich wollte ihn eigentlich auch nur K.O. hauen. Ich möchte es nur noch mal betonen. Ich habe nicht davor gehabt, dass ihm das Genick bricht. Manchmal passieren einfach Dinge. Ja. Ich kann meine eigene Stärke nicht einschätzen. Nein, nein, du hast andere Probleme, Dieb. Das weißt du noch nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Och. Das ist, wie sagt Tolkien, das ist eine Geschichte, die soll mal anders erzählt werden. Genau. Ölle sagt, man sollte niemals die eigenen Probleme von Feder konstruieren lassen. Die. Sag mal, Umdor, wenn wir uns jetzt mit irgendeinem Seil an den Baum fesseln und die zwei einfach machen lassen. Wir müssen nur durchhalten, bis sie den Kaiser getötet haben. Keine Ahnung. Echt. Wer sagt, aber dass sie ihn töten will? Klingt verlockend. Also wir spulen mal ein bisschen vor, vielleicht irgendwie ein, zwei Tage. Vielleicht versucht ihr erstmal Land zu gewinnen zwischen der Stadt und euch. In welche Richtung wollt ihr reisen? Bornland? Richtung, ja, also irgendeine, in den bis Osten, es Richtung, okay. Bornland zieht, ja. Also. Ja, okay. Also wahrscheinlich die Strecke nach Baliho und dann über Dragenfeld nach Bornland durch die Sicheln. Ja. Das ist auch die gängigste Reiseroute, wenn man ins Bornland hinein möchte. Seitdem die Trollpforte so mitgenommen ist, ja. Ja, und ja, ihr könnt halt, wenn ihr, wie gesagt, so eine Zeitung oder Zeitungen mitgenommen habt, könnt ihr durchaus irgendwie politische Artikel nachvollziehen, dass es halt im Auseinandersetzungen gibt mit den Bajuwaren, nicht Bajuwaren, Ronjaren. Bajuwaren war noch was anderes. Das die Brezenkriege. Ja, und vor allen Dingen, also, dass es im Osten des Reiches halt immer wieder Aufruhr gibt von Adligen und so. Und da halt der Kaiser vorhat, dort ein bisschen Präsenz zu zeigen und irgendwie die politischen Muskeln spielen zu lassen durch seine Anwesenheit. Und es soll halt ein Fest stattfinden auf der Burg zu Ilmenstein im Bornland. Und dort ist der Kaiser dann halt dieses Fest beehrt, der Kaiser mit seiner Anwesenheit. Und es ist halt so ein Geben und Nehmen. Der Kaiser taucht auf und die bornische Adlige kann dadurch Gräfin von Ilmenstein kann dadurch ihr Ansehen halt steigern, dadurch, dass der Kaiser des Mittelreichs irgendwie ihre Aufwartung macht. Und es ist halt so ein typisches politisches Ränkespiel, von dem Umdor wahrscheinlich wenig versteht. Kendra weiß ich nicht. Hildigunde und Bruch schon wahrscheinlich. Aber was sich so dem normalen Volk wahrscheinlich total entzieht, was das jetzt für einen großen Sinn haben soll. Ihr werdet auf jeden Fall auf diesem Weg immer wieder sehen, wie Bruch sehr interessiert diese Zeitung liest, so als hätte er seit so 10 Jahren nicht mehr gehört, was denn in der Welt passiert ist. Und immer wieder diese Zeitung anschaut, die ist schon ganz zerknittert und aufgeraut an den Seiten. Also es ist schon komisch, Bruch überhaupt mal lesen zu sehen, dass er das überhaupt kann, das ist auch schon komisch. Aber dass er die ganze Zeit liest, das ist nun wirklich verrückt. Ich mach mir schon ein bisschen Sorgen. Ich kontrolliere, ob er auch mit der Zeitung schläft. Also so kuschelnd oder so. Das eventuell nicht, aber also am Lagerfeuer wird er wahrscheinlich schon so ein bisschen so die ganze Zeit, bevor er schlafen geht. Ja, die Elfe von Seite 3 ganz deutlich lesen. Weiß jetzt nicht, ob mir der alte Bruch lieber war oder. Aber ich finde das etwas befremdlich. Ich finde es wunderbar still. Still ist es, aber auch irgendwie seltsam. Genau, also ich nehme an, das Setting jetzt nochmal dann festzuklopfen, wir spulen dann irgendwie ein paar Reisetage nach vorne und ihr seid dann irgendwie in der Wildnis irgendwo zwischen zwei kleinen Städtchen an einem Lagerfeuer. Durch unterwegs halt Wegzehrung irgendwo besorgt und Reiseutensilien und vielleicht die Pferde nochmal getauscht, weil die werden ja gesucht wahrscheinlich. Also wollen wir jetzt noch in irgendeinen Tempel gehen und da beten und
Oh, ich glaube, Bruch sollte das auf jeden Fall tun. Oh, diese Andeutungen sind so gruselig. Kannst du es nicht wenigstens einem von uns sagen, was bei ihm los ist? Das hat nichts mit seiner Vergangenheit zu tun, zumindest nicht mit seiner frühen Vergangenheit, sondern eher mit kürzeren Ereignissen. Das kannst du es heißt ja Kinder erzählen. Kürzer. Guck Bruch an. Der weiß ja mittlerweile, was Sache ist. Die Frage ist, kann ich nicht löschen. Die Frage ist, wenn ich den Handel nicht offiziell eingegangen bin, weil ich nicht zugestimmt habe, ist das dann ein Handel? Nun ja, seitdem haben wir auf jeden Fall einen Verfolger. Wir haben eine Verfolger? Ja. Die Hexe. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Hexe ist. Definitiv magisch begabt, auf die eine oder andere Art und Weise mit Kräften versehen, aber... Was soll sie sonst sein? Wird ja immer besser. Also ich würde gerne in den Tempel gehen. Schaden wird es ganz sicher nicht. Könnt ihr vielleicht auf dem späteren Reiseweg Baliho erstmal ansteuern, um dort in einen Tempel zu gehen? Ja, nicht schlecht, glaube ich. Bruch wird wahrscheinlich auch einfach nur zustimmend nicken. Ja, dann gehen wir wohl alle in den Tempel. Weil ein Versuch ist es wert. Ich muss gerade mal nachgucken. Hat Baliho einen Hesindetempel? Beiden einen Hesindetempel? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt würden wir alles nicht nehmen außer Praios. Also ich weiß, dass Baliho einen Travia-Tempel hat, es sei denn, du möchtest das auch ändern. So wie Travia, Raja, Praios, Fex, Rondra und Effert. Also Effert ein Schrein. Aber, ja. Also kein Hesinde-Tempel. Da kommt halt jetzt drauf an, was wir machen wollen. Wollen wir... Weil wenn nur Hesinde uns in dem Fall helfen kann, dann macht es keinen Sinn, in einen Tempel zu gehen. Wenn das noch einer der anderen Götter vermag. Naja, also, Fex zu beten ist nie ein Fehler, wenn man Glück braucht. Die 12 Göttlichen sind alle mächtig und ich denke, dass wir versuchen ja schon alles, um uns selber zu helfen. Also ich bin der Meinung, wir sollten zu Praios gehen. Aber es gibt keinen Praios-Tempel, oder? Der steht für Antimagie. Es gab keinen Praios-Tempel, oder? Doch, Praios gab's. Oder für Rondra. Steht auch für Ordnung. Mag Magie auch nicht. Ich ziehe eine Karte. Es wäre super, wenn ich eine von den beiden Gottheiten ziehe. Okay. Egoismus. Ja. Bruch steht auf, mir ist egal, was ihr macht, ich gehe zum Travia-Tempel. Travia, sicher. Sicher. Ich glaube, ich würde Rondra Praios vorziehen. Ich würde, glaube ich, auch eher zu Rondra gehen als zu Praios. Nicht zu Fex. Mit den Fex-Tempeln ist das immer nur so eine Sache. Da kommen die ganzen Jingle-Channels reingetanzt. Hallo.
Aber wieso Travia? Hast du Hunger? Es geht um den Alkoholkonsum. Wirst du dann wieder der Alte, wenn du wieder anfängst zu trinken? Ich wollte eigentlich eher das Gegenteil davon erreichen. Möchtest du durch Saufen klüger werden? Ich möchte aufhören zu saufen. Und dafür gehst du in den Travia-Tempel? Weißt du schon, dass die von Baliho? Wo soll der sonst gehen? Zu Raya? Mal kurz OT. Ja, in Baliho lebt die versoffenste Travia-Geweihte von Aventurien. Wissen wir das? Sie hat so ihren Ruf. Ah, oh, scheiße, okay. Eine sehr gemütliche Frau. Ja, wie gesagt, ich würde, glaube ich, in Rondra-Tempel gehen. Da füge ich mich der Mehrheit. Bin aber trotzdem ein bisschen verstimmt. Ja, dann seid ihr in alle in unterschiedliche Richtungen, in unterschiedliche Tempel unterwegs. Alle mit mehr oder weniger dem gleichen Anliegen. Keiner von uns kann einen Tempel betreten. Nee, könnt definitiv die Tempel. Hey, will ich tut etwas. Könnt definitiv die Tempel ohne Probleme betreten. Was auf jeden Fall aber trotzdem auffällt, ist so ein. Ja, die Götterstatuen, die hier aufgestellt sind, oder die heiligen Statuen, ihr habt ständig das Gefühl, dass die euch hinterherblicken. Gerade wenn jemand von euch in den Praios-Tempel geht. Das ist quasi so, als hätte jemand euch so 10 Zentner Gewicht auf dem Rücken geschnallt, sobald ihr die Schwelle des Tors übertreten habt. Und das gleißende Licht, was die Praios-Tempel halt immer durchflutet, irgendwie tut euch teilweise in den Augen weh. Und bei Rondra wird es ähnlich sein, vielleicht nicht so belastend, es ist eher so ein zweifelnder, musternder Blick, den ihr auf euch haften fühlt. Hin und wieder habt ihr das Gefühl, dass Leute sich nach euch umdrehen seid irgendwie ihr habt so ein innerliches gehetztes, so einen gehetzten Eindruck, schaut euch jedes Mal um nach den Leuten und die wollen euch eigentlich gar nichts. Das ist einfach nur so ein Gefühl, dass die Leute euch erkennen, irgendwie dieses Gefühl, irgendwie gleich zeigt einer auf mich und sagt, das ist der, ne? Aber das passiert einfach nicht. Aber das ist halt dieses ständige, unterschwellige, vorhandene Gefühl, was da ist. Ja, der Travia-Tempel ist ja ein Ort der Freude, würde wahrscheinlich in anderen Orten, jedem Raja-Tempel irgendwie, also in einem bestimmten in bestimmten Sachen Konkurrenz machen können. Hier wird man deutlich mit allem Guten, was es irgendwie so für Leib und Leben irgendwie gibt, irgendwie empfangen. Man darf sich an eine lange Tafel setzen, es wird dir Essen angeboten, Unterkunft, man nimmt dich in den Arm und lächelt dich an, wie freundlich, irgendwie schön, dass du da bist und so und komm rein und so. Und du, und das, was Bruch an dieser Stelle dann irgendwie hat, ist ein unfassbar schlechtes Gewissen, sobald ihn irgendjemand, einer der Geweihten irgendwie so anspricht, anlächelt irgendwie und jedes, vielleicht wenn du irgendwas vom Herdfeuer nimmst, irgendwie irgendeine Gabe annimmst oder so, schmeckt so ein bisschen bitter im Mund und so. Und es ist so wie ein Kind, was genau weiß, dass es was falsch gemacht hat, aber die Eltern sind trotzdem total lieb weiter und Ich wünschte, du würdest mich eher anschreien als. Ja, macht, ne? Im Gegenteil, die sind überschwänglich freundlich und einladend und du willst am liebsten gar nicht mehr weg von hier. Und, ne? Du hast das Gefühl, diese Gemeinschaft zu verseuchen mit deiner Anwesenheit. Scheiße. Oh Gott. So, und Kendra wollte ja auch zu Rondra, das haben wir dann irgendwie, ne? War ich richtig?
haben wir dann ja auch mit abgegolten. Oh, ich habe gerade einen Krampf. Oh! Mal weiter. Ja, ich glaube, wenn wir alle durch sind, würden wir uns wahrscheinlich wieder in der Stadtmitte treffen oder so. Bruch ist ein bisschen kleinlaut und ein bisschen Gedanken verloren, aber nicht so wie es jetzt in den letzten Tagen war, dieses Ruppige, sondern eher wirklich nachdenklich. Man sieht förmlich die Zahnräder rattern. Eine Frage noch, Rückfrage. Habt ihr mit irgendjemandem offen versucht, über die Sache zu sprechen? Also mit irgendeinem Geweihten? Oder habt ihr für euch selbst gebetet quasi? Ich habe stumm für mich selber gebetet. Ich bin nicht lebensmüde. Ich frage ja nur. Also ich bin ganz offen der Meinung, dass es mir jetzt besser geht, nachdem ich im Praios-Tempel gewesen bin. Also ich habe wahrscheinlich, bin über die Schwelle geschritten und habe sofort so dieses Gefühl von Sonnenbrand auf der Haut gehabt, ja. Also so die ganze Zeit so, ah, Brutzel, Brutzel, ja. Und war wirklich am Schwitzen und es war alles schwer und das ist, also so fühlt sich ein Bußgang an, wenn Praios einpasst. Ja, und vor allen Dingen, sobald du wieder rausgehst, über die Schwelle trittst, hast du ja auch das Gefühl, dass diese Last von dir genommen ist. Ne? Das heißt, sobald du wieder draußen bist, bist du befreit. Ja, also von daher geht es mir jetzt viel besser. Auch wenn man mir das nicht ansieht. Bruch fehlt das schlechte Gewissen. Was ist los, Bruchi? Ist adelig, musst du aufpassen jetzt. Bruchachus! Bruchachus für dich! On Bruchi. Ich glaube, ich habe ein anderes Problem als nur den Fluch inzwischen. Ja, das hattest du auch schon vorher. Es schaut dich wirklich entnervt an, so wie so ein hochnäsiger Lehrer, der den Schüler gerade versucht zu tadeln. Ich meine nicht in dieser Art und Weise, Umdor. Sondern? Erklärst du es ihm und zeigst so auffällige Gründe. Was genau? Die wurde gerade so ein bisschen off guard erwischt. Was? Hexe. Handel. Folge. Was passiert sein könnte. Nun ja, es könnte sein, dass unser guter Umdor aus Versehen einen Handel mit der anderen Bruch, Gefangenen Bruch, eingegangen ist. Bruch, Bruch, Bruch. Bruch, genau. Bruch, nicht Umdor. Bruch. Der andere Typ. Ah, inwieweit? Nun, sie hat gefordert, dass ein Opfer dargebracht werden soll, um zu zeigen, wie sehr es ihm vor allem ernst ist, den Kaiser zu töten. Er sollte etwas dafür opfern. Ja, aber sie hat uns doch gar nicht rausgeholfen. Hätte sie dafür nicht ihren Teil der Abmachung einhalten müssen? Sie hat uns geholfen. Die Wache oben, die ihr Schwert auf uns gerichtet hat, die hat mir kein Wort abgekauft. Aber es war auch danach nicht mehr die Wache. Deswegen sage ich, wir haben seit neuestem einen Verfolger. Also vor Umdor hat das ausgesetzt, ob die Wache dem jedes Wort abgekauft hat. Der Wache ist das passiert, was dir passiert ist, lieber Umdor. Was ist mir denn passiert? Unsere Mitgefangene hat von seinem Geist die Kontrolle übernommen.
Und von seinem Körper, ne? Ja. Ups. Das ist freundlich ausgedrückt. Ich kann nicht sagen, ob dieser Handel finit ist oder ob es ein Kostenvoranschlag ist oder was weiß ich. Ob es überhaupt ein Handel ist. Oder ob es überhaupt ein Handel ist oder ob es jetzt nur reges Interesse an ihm hat, weil er leicht zu beeinflussen und schlecht in der Kontrolle ist. Oder weil er sie herausgefordert hat. Das lasse ich jetzt einfach mal so ungesagt im Raum stehen. Aber auf jeden Fall scheint sie Interesse an ihm und damit auch an uns gewonnen zu haben. Ich meine, ihr wollt den Kaiser töten. Wir können nicht genau wissen, was passiert ist. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie uns danach geholfen hat. Was für mich in meinen Augen so aussieht, als würde sie definitiv sehen, dass ein Handel eingegangen ist. In einer Art und Weise. Weil sie etwas dafür bekommen hat. Eine Leiche. Ups. Ja, ein großes Ups. Dreh mich zu Umbor. Jetzt fange ich auch schon an. Ich dreh mich zu Von Bruch. Das meinte ich mit bring nicht so viele Leute um. Ich kann nichts dafür, dass der Typ so einen untrainierten Nacken hat. Das kannst du dann deinem neuen Herrn erzählen, wenn du vor ihn trittst. Gibt es den Mittelfinger schon? Unflätige Gesten gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen. Den kriegst du wahrscheinlich einfach den Mittelfinger gerade. Und außen lächle ich, nehme ich das Lächeln entgegen und dahinter ist gerade die Hölle los. Ja, für Umdor ist auf jeden Fall klar, wenn ihm das passiert, wäre auf jeden Fall so ein Bußgang, also nicht nur einmal durch den Preistempel durchgehen und beten, sondern irgendwie dann wäre so eine Bußqueste auf jeden Fall das Mindeste, was er anstreben würde. Ja, das würde ich aber nicht bei der Preiskirche machen. Vermutlich, ja. Das bedeutet wahrscheinlich noch 5 Winter in der Schwarzen Sichel. Toll. Wir sollten uns damit beschäftigen, was passiert, wenn wir im Bornland angekommen sind. Jetzt nach dem anderen, lass uns erstmal konzentrieren, wie wir entweder den König töten oder wie wir den Fluch loswerden. Den Kaiser. Kaiser. Tut mir leid. Aber streng genommen ist er auch König von Gareth. Seine königlich-kaiserliche Majestät, Halbgott, Kaiser Harl, der Große. Und Tyrann. Oder so. Macht es nicht besser, wenn wir die Titel alle aufzählen? Ich bin mir nicht sicher, ob das seine Titel sind. Ja. Alles klar. Von Bruch. Sollten wir nach dieser Queste noch leben, hätte ich eine Idee, wie du nun ja was gegen deinen vermeintlichen Handel ausrichten könntest. Und das wäre? Schon mal was von Buße gehört? Ja. Welcher Gottheit stehst du am nächsten? Das müsste ich raussuchen, glaube ich. Also gemessen an deinem Adelstitel und dass er sich albernisch anhört, könnte es ja. Effert sein. Dann wahrscheinlich Effert. Du solltest vielleicht einen Effertpriester aufsuchen und um eine Bußqueste bitten. Der wird dir dann eine
hochheilige Aufgabe auferlegen, wahrscheinlich nach einer Beichte. Und mit dieser Aufgabe könntest du dich vielleicht von diesem Handel befreien. Am besten wartest du noch ein bisschen, bis du den Kaiser getötet hast und machst dann direkt zwei. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ein Gott... Beichte, mein Sohn, was hast du getan? Ja, also. Beichte bei einem Gott, dass ich einen anderen Gott Die Videospiele, da ist das schon nicht so gut ausgegangen. Also ganz unverbindlich, was steht denn auf Göttermord? Ach ja. Sagen wir so, Interesse von gewissen Entitäten habt ihr definitiv dadurch, wenn ihr das macht. Ja. Wir gucken mal, wie das Ganze hier ausgeht. Genau. Die Frage ist auch, wem man diesen Mord dann zuschreibt. Also ob ihr dann wirklich, also ob ihr vor den Alvaraniern dafür wirklich verantwortlich sein würdet oder ob das nicht derjenige, der euch verflucht hat, als der Täter zählt. Das wäre jetzt hochphilosophische. Wenn ich die Götter frage, geben sie mir keine Antwort. Wenn ihr jetzt einen Geweihten dabei hättet, der wüsste das wahrscheinlich. Oder auch nicht. Mir kam übrigens noch ein Gedanke in den letzten Tagen. Und zwar haben wir eine Möglichkeit bisher noch nicht in Betracht gezogen. Und welche? Nun, wir könnten seine allgöttliche Magnifizenz Hal von Gareth fragen, ob er den Fluch von uns nimmt. Du meinst, wir schaffen es mit diesem tollen Fluch, uns ihm zu nähern, ohne gleich versuchen, diesen Fluch in die Tat umzusetzen? Sagen wir so, es wäre ein Spiel mit dem Feuer. Wir könnten uns aufgrund unseres Status als KGIA-Agenten dem Kaiser definitiv nähern, wenn wir Informationen haben, die beinhalten, dass jemand versucht, den Kaiser zu ermorden. Also ich gehe davon aus, dass Kaiser Hall nicht ohne Gesandtschaft reist. Wahrscheinlich nicht, nein. Das bedeutet, er wird nicht ohne einen weiteren KGIA-Agenten unterwegs sein und er wird auch nicht ohne Leibwache unterwegs sein. Wir werden sein Hofmagier wird wahrscheinlich dabei sein. Nicht einfach mal so nähern und dann mit ihm reden können. Es ist gerade stark vereinfacht. Ich glaube nicht, dass es einfach wird, auf keiner Ebene, eben egal welchem Ende. Aber eventuell könnten uns die Informationen, dass jemand versucht, den Kaiser zu ermorden, Zugang zum Kaiser erkaufen. Wie soll das dann aussehen, dass er den Fluch von uns nimmt? Soll er sich selber umbringen oder was? Nein, er ist ein Gott. Er besitzt Kräfte. Und er ist der für uns am nächsten greifbare Göttliche, der uns helfen kann. Und im Zweifelsfall sterbe ich lieber durch seine Hand als durch diesen Fluch. Aber Hildigodin, meinst du wirklich, sie lassen uns zu ihm vor? Meinst du nicht, dass von uns verlangt wird, die Informationen, die wir haben, an jemand anderen weiterzugeben? Das kommt darauf an, wie geschickt wir es spielen. Wenn dort noch weitere Agenten sind, werden sie durchaus aussagen können, dass wir uns nicht gerade in den höchsten Kreisen befinden. Das ist richtig. Deswegen sage ich, es kommt darauf an, wie geschickt wir unsere Hand spielen. Das Adelsspiel lässt sich nicht nur durch Rang und Titel gewinnen. Es kommt oft auch auf den richtigen Zeitpunkt an, die richtigen Worte, gegebenenfalls die richtigen Verbündeten. Ich möchte es nur als Option in den Raum stellen. Wir müssen uns eventuell gar nicht dagegen wehren, uns an ihn anschleichen zu müssen. Wir können auch direkt zu ihm gehen und um Hilfe bitten und uns seinem Richtspruch stellen. So an. Lass das mal die Adligen regeln. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, das ich oder Bruchachus entscheiden sollten. Das ist etwas, das wir alle entscheiden müssen. Nun, aber wie gesagt, wir sind beide nicht adlig. Wir sind beide nicht besonders hochgestellt als Agenten. Ich wüsste keinen Grund, wie sie uns beide zu ihm vorlassen sollten. Bruch würde sich danach räuspern und dich unterbrechen und wahrscheinlich sagen, nun, ich denke nicht, dass sie wissen, ob ich oder Hildigunde, ich meine, wir geben und druckst so ein bisschen herum
Und kommt er da, bricht dann einfach mal gerade raus, dann behaupten Heligunde einfach um, du bist ihr Mann, du bist meine Frau, fertig, aus, und die Sache ist gegessen. Wie bitte? Du bekommst eine schallende Ohrfeige für diesen Vorschlag. Also wirklich jetzt eine Ohrfeige oder hast du es nur gesagt? Wirklich eine Ohrfeige. Okay. Hildigunde und Bruch wissen auf jeden Fall, dass hier, seid ihr gerade in Weiden, jemand einen Adligen in Weiden ohrfeigt. Nur gerade so, als würde ich das nicht sehen, weil Umdor gerade vorgeschlagen hat, Travia-Frevel quasi zu begehen, indem ich behaupte, jemand mein Mann ist, der nicht mein Mann ist. Oh. Ich zuck mit den Schultern. Habt ihr einen besseren Plan? Ich meine, das, was Kenner sagt, ist nicht unbedingt falsch. Die beiden werden nicht vorgelassen. Das ist es nicht, aber deswegen möchte ich ja diese Strategiebesprechung führen. Wir sollten uns für einen Weg und zwei, drei Alternativen entscheiden. Wir können nicht auf alles vorbereitet sein, aber wir müssen uns für einen Plan entscheiden, damit wir für diesen unsere geballte Gedanken- und Tatkraft einsetzen können. Wir brauchen eine Richtung. Und wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. Versuchen wir es zu verheimlichen und im Zweifelsfall weiter ungesteuert auf den Kaiser zuzulaufen? Oder versuchen wir gezielt, jemanden ausfindig zu machen, der uns noch helfen kann? Die dritte Option ist natürlich, auch das muss gesagt werden, alle Hoffnung fahren zu lassen und sich zu ergeben. Aber ich denke, das ist nichts, was irgendjemandem hier zusagt. Da hätten wir gleich im Knast bleiben können. Wie schätzt du die Chancen ein, dass wir irgendwo Hilfe bekommen? Schlecht. Wieso sollen wir das erzählen? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir jemanden, der uns wirklich davon aufhalten wird, will und kann, von diesem Fluch berichten können. Weswegen es mich ja so gewundert hat, dass wir mit dieser Schrapnelle in der Zelle sprechen konnten. Du kennst meine Theorie dazu. Also, wie können wir davon erzählen? Wir können dem, also wenn wir niemandem erzählen können, der uns aufhalten möchte, werden wir ja wohl zu allerletzt unserem Opfer davon erzählen können, oder? Das ist, wie gesagt, eine Frage. Die Frage ist, ob wir erzählen können, dass jemand versucht, den Kaiser umzubringen, ohne zu erwähnen, dass wir es sind. Weil theoretisch könnten wir uns damit eventuell Zugang erkaufen, was wiederum für das, die Handlung des Fluches spräche, weil sie uns näher an unser Opfer bringt. Ich gehe davon aus, dass alles, was dem Fluch zuträgt und uns in unserer Handlung unterstützt, erlaubt ist. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert an die Gefühle, die ihr hattet, während ihr träumt, und ihr hattet diese Träume halt als auch die letzten Tage auch immer wieder, und ihr wacht halt ständig jeden Morgen irgendwie auch auf mit dieser Mordlust in den Gebeinen, und es ist halt nur eine Annahme, weil ihr wisst ja nicht, was passiert, wenn ihr in der Nähe des Kaisers seid, aber wenn diese Mordlust sich überträgt aus dem Traum dann könnte es auch sein, dass ihr gar keine Möglichkeit großartig habt, anders zu handeln als. Also zumindest soll, also Hildigunde wird das auf jeden Fall ja auch wissen, weil sie ja gerade den Vorschlag macht. Zumindest sollte man das irgendwie in die Planung mit einbeziehen lassen, dass man eventuell davon ausgehen muss, nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein, wenn man da ankommt. Das ist richtig. Man, das Zerren an euch merkt ihr ja tagtäglich.
Ich denke, und ich spreche nur für mich, ich würde versuchen, diese Geschichte auf dem direktesten und mir ehrlich möglichsten Weg zu Ende zu bringen. Das bedeutet, dass ich versuchen werde, sofern wir das als Gruppe wollen, uns in die Nähe des Kaisers zu bringen und uns im Zweifelsfall seine Allmacht auszuliefern. In der Hoffnung, dass er uns entweder erlöst oder zu Boron schickt, bevor wir ihm etwas antun können. Ich weiß sowieso nicht, wie sich der Fluchaussprecher das vorstellt, dass wir einen Gott ermorden sollen, aber nun ja, das sei mal dahingestellt und nicht wichtig für diese Frage. Es behagt mir nicht, mich auf ein Fest zu schleichen, mich zu verkleiden mit einem Dolch im Ärmel, um mich in einem gegebenen Moment hinter den Kaiser zu bringen, was wahrscheinlich sowieso nicht möglich sein wird, da er von Leibwachen und vielleicht auch einem Doppelgänger umgeben ist. Um das auch nochmal ein bisschen klarer zu machen, irgendwie, weil ich nicht genau weiß, wie jetzt als SpielerInnen die Situation irgendwie im Kopf habt. Es ist den einfachen Bevölkerung ist es, glaube ich, nicht bewusst, wie das, also wo der Unterschied ist zwischen, keine Ahnung, Rondra und Hal. Ne? Wenn Hal sagt, er ist ein Gott, er ist offiziell, hat er sich ja zum Gott ausrufen lassen, dann wird es wohl irgendwie so sein, aber man hat halt eh keinen großen Bezug zu den Obrigkeiten. Das wird schon stimmen, was die sagen. Für Leute, die ein bisschen mehr Einblick haben, könnte es durchaus aber irgendwie nicht. Also könnte dieser Schluss, den Hildegunde jetzt die ganze Zeit zieht, irgendwie Kaiser Hal ist ein Gott, der muss Kräfte haben und so. Durch das, was man so weiß vom Werdegang, der hat sich selber zum Gott erklärt. Er hat auch noch nie irgendwie eine Kraft irgendwie groß gezeigt oder so. Und irgendwie ist es halt einfach nur, der zieht sich damit irgendwie aus der, also nachdem er sich selber zum Gott erklärt hat, hat er sich halt aus der Gesellschaft rausgezogen. Ich glaube, zumindest so ein kleiner Tick im Hinterkopf könnte, dass es durchaus noch einen Unterschied gibt zwischen einem Alveranier und Hal. Durchaus möglich, aber der letzte Strohhalm, in einer ausweglosen Situation, von daher muss man im Moment nehmen, was man kriegt. Na? Also, ich wollte es nur noch mal klarstellen, falls das nicht klar ist. Strohhalm. Ja, also ich wollte es nur noch mal klarstellen. Ich denke, den anderen müsste das eigentlich auch soweit irgendwie klar sein, zumindest. Ja. Und was ist, wenn wir uns einfach auf die Suche nach dieser Zauberin machen? Wir wissen nicht, wo sie ist. Und wir können uns nicht auf den Rückweg machen. Gibt es eine Möglichkeit, wie ihr unter Magiern kommunizieren könnt? Ich kenne sie nicht und nein, solche Fähigkeiten besitze ich nicht. Herr von Bruch, diese Frau ist eine Legende. Wahrscheinlich hat jede Person, die nicht direkt am Hof verkehrt, sie noch nie gesehen. Da kannst du auch versuchen, direkt Kontakt mit Teklador oder so aufzunehmen. Wenn wir versuchen, zum Kaiser vorzudringen, sollten wir auf jeden Fall unbewaffnet gehen. Dass wir jede Möglichkeit, dass sich dieser Fluch automatisiert, also ihm zumindest nicht noch dann das Messer in die Hand legen, wenn ihr wisst, was ich meine. Hildegunde ist eine Waffe. Der Fluch Mardas, ne? Ich fürchte, ich bin niemals unbewaffnet. Ich denke, das ist jedem hier bewusst. Wir könnten mich entwaffnen, indem wir mir die Zunge herausschneiden und die Hände abtrennen. Das möchte ich aber nicht. Das würde ich jetzt auch vielleicht für ein bisschen drastisch halten. Vielleicht solltest du. Nun, es ist die einzige Möglichkeit. Und ja, ich glaube, im Kerker hat Bruch auch ziemlich eindrucksvoll gezeigt, dass er niemals unbewaffnet ist, oder? Und ihr beide seid es auch nicht. Ihr wisst genauso gut, mit eigenen Händen zu töten. Ihr braucht keine Waffen.
Kendra wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwo, keine Ahnung, auf dem beim Bankett irgendwo ein Messer, irgendwie was sonst zum Fleischschneiden irgendwie da ist, ist wahrscheinlich dann auch ganz schnell eingesteckt und benutzt, ne? Das ist trotzdem eine zusätzliche Hürde. Das ist richtig, ja. Mir behagt es nicht, in die Nähe des Kaisers zu gehen, um ihn darum zu bitten, uns diesen Fluch zu entfernen, die Gefahr, dass wir ihm etwas antun oder dass wir gespalten werden, erstochen werden, erschossen, was weiß ich, ist dafür viel zu groß. Ja und? Dann werden wir dabei halt getötet. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Umdor, aber ich habe noch so etwas, was ein Selbsterhaltungstrieb ist. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben so keine Freiheit. Und was bringt dir es zu leben, wenn du keine Freiheit hast? Wir haben die Wahl, wir können uns versuchen, irgendwo einzusperren, dann platzt uns vielleicht irgendwann der Kopf. So sind wir getrieben von diesem Verlangen. Das ist doch auch kein Leben mehr. In Bruchskopf hallen die Worte von der alten in der Gefängniszelle wieder. Das akzeptieren. Oh Scheiße, was habe ich da gemacht? Die einzige Möglichkeit, frei zu sein. Na gut, wie ihr wollt. Ich glaube, an dieser Stelle ist die Diskussion, die er da in dem Lagerfeuer führt, auch ein bisschen sich im Kreis drehend. Ja, die Helden und Heldinnen wissen noch nicht genau, was sie tun sollen. Und wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir sowieso schon etwas weiter fortgeschritten mit unserer Spielzeit. Und dann lassen wir den HeldInnen doch mal 4 Wochen Zeit irgendwie off-topic mal darüber nachzudenken und vielleicht machen wir dann beim nächsten Mal einfach einen kleinen Sprung und wir können dann nochmal irgendwie erklären, was für ein, also vielleicht schreiben wir ein bisschen hin und her und dann erklären wir danach irgendwie, was für einen Plan ihr jetzt dann gefasst habt und begeben uns dann beim nächsten Mal auf das Fest in der Burg Ilmenstein. Und für heute ist dann diese Spielsession auch schon leider dann vorbei. Ich denke, alles, was wir jetzt an Gesprächen noch weiter irgendwie bespielen, würde sich, wie gesagt, im Kreis drehen. Von daher ist diese 4 Wochen ein bisschen sich Gedanken machen, was der Charakter irgendwie einbringen könnte und was das Beste ist in dieser Situation. Vielleicht sogar eine gute Sache. Und ja, genau, 4 Wochen, wir spielen einmal im Monat, haben wir so festgelegt. Wenn denn alles klappt, manchmal kommen ja auch WWchen dazwischen oder sonst irgendwelche anderen Realtime-Sachen. Aber ja, wir versuchen das. Ich denke, 1 oder 2 Folgen wird es hiervon noch geben. Wenn wir schnell sind, 1, wenn nicht, dann 2. Soll ja auch nur so ein kleines Zwischenprojekt sein. Und deswegen rushen wir an dieser Stelle etliche Zufallsbegegnungen, die euch auf der Reise ins Bornland im Abenteuer noch vorgegeben sind. Was? Wir würfeln keine Tabellen aus? Was? Und beschränken uns auf das wirklich Interessante und schauen uns dann an, wie der Adel auf Burg Ilmenstein dann ein Fest ausrichtet. Und ich werde euch dann beim nächsten Mal fragen, wie ihr da reinkommt und was ihr dann da vorhabt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Gut. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Ganz dickes Danke auch nochmal an den Jingle Channel für den Raid. Und ist immer schwierig, glaube ich, für Leute, die dann beim Raid dabei sind, so ganz hinten ins letzte Viertel der Rollenspielrunde nochmal ein bisschen reinzukommen. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Für euch, die ihr von Anfang an dabei wart oder reingeschneit seid, vielen, vielen, vielen Dank auch fürs Kommentieren. Wenn ihr später schaut auf YouTube, hinterlasst uns einen Kommentar unten drunter. Das freut uns immer wie Bolle. Reiche die eigentlich auch fast immer weiter. Es sei denn, es sind so Kommentare wie 1, 2, 3. Das macht irgendwie keinen Sinn, die weiterzuleiten. Oder Erster oder sowas. Zensur! Genau, Zensur, ja.
Genau, danke Savas Maus fürs Koala-Kraulen, ja. Und Koalas müssen viel öfters gekrault werden, finde ich, ja. Ansonsten könnt ihr am Wochenende, am Sonntag wieder die Phileas von Saga auf diesem Kanal hier sehen und darauf am Sonntag hoffentlich auch wieder Vampire the Masquerade. Und falls ihr sagt, ich will aber auf jeden Fall noch viel, viel mehr Rollenspiel gucken, dann müsst ihr auf dem Kanal von Feder vorbeischauen und entdeckt da einiges an Rollenspiel, nämlich Wechselbalg am Donnerstag, den 29. April. Ja, am 1. ist ausgefallen, weil man muss sich auch um sich selber kümmern. Und dementsprechend habe ich mir da eine kleine Pause genommen und jetzt geht es am 29. dann weiter in alter Frische. Und davor bin ich zu sehen am 17. Nochmal bei Katz und Wolf auswärtig. Und davor auch nochmal bei der G7 und irgendwann noch Simjala dazwischen. Also ihr werdet mich davor auf jeden Fall noch irgendwo sehen. Ups, ich glaube, ich habe hier einen falschen Befehl. Auch nicht? What? What? Gibt keinen Ossi-Befehl? Was ist denn hier mit meinem Botfuck kaputt? Auf jeden Fall, der Ossi hat auch einen Kanal. So, und da müsst ihr auch drauf gucken. Jo. Weiß auch nicht, wo ist denn der hin? Ich hatte einen angelegt, ich bin mir ganz sicher. Tut mir leid. Ossi hat auf jeden Fall einen Kanal auf Twitch, der spielt momentan ein Action-RPG, das ja, sehr ulkig ist. Das Two-Verse spiele ich jetzt anscheinend. Das war eigentlich eher mal als Witz, wir probieren es aus. Und jetzt hat uns das so gepackt, dass das es ist ein uraltes RPG aus dem Jahre 2011, wo lustigerweise heute noch DLCs für gemacht werden. Es erinnert mich wirklich an die Zeit, wo ich dann angefangen habe. Das Schöne an dem Ding ist, du kannst nämlich gemacht werden. Also, du kannst beispielsweise einen Magier spielen. Und in dieses Magiersystem, du kannst selber bestimmen, was dein Zauber macht. Du kannst dir selber Zauber bauen. Das ziemlich witzig ist. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen nekromantischen Zauber zu einem Zauber einen nekromantischen Spruchzauber nehmen und dann kommt ein Feuerball, der über den Kopf des anderen zerplatzt. Du bist gemutet. Ich habe den Link mal reingehauen. Schnell. Genau. Und ja, uralt, der Ossi ist noch nicht so alt. Von denen ist das alt. Ja. Wer ist das also, Küken so, hier? So schnell wie die RPGs inzwischen sterben, also mit den ganzen Online-Servern. Ja. So, dann könnte man schon sagen, dass das so alt ist. Okay. Alternativ könnt ihr auch beim Pölle vorbeigucken. Ja. Und auch Action und RPG erleben. Ja, also ich spiele auf meinem Kanal mit Wonne eine Kampagne, die schon zum zweiten Mal krass neu aufgelegt war, als 2011 gekommen ist. Nämlich die 7 gezeichneten Kampagne. Daher kenne ich auch die Travia, beziehungsweise bei mir Piranha Geweihte von Baliho so gut. Genau, da spielen wir das nächste Mal am 14. Feder ist auch dabei. Spielt da ebenfalls eine Gildenmagierin aus der Weißen Gilde. Allerdings eine etwas anders gelagerte. Und wir befinden uns gerade in der Wüste Gor und möchten gerne ein Ritual aufhalten, das den fiesen, bösen Schwarzmagier Borbarat zurückholen soll in diese Welt. Und mal schauen, ob das gelingt. Zukunftsmusik für Bruch um Dorkendra und Hildigunde, aber ja. Korrekt. Keine Kaiser im Spiel. Es wird passieren, ja. Ja, und Feramin, wo kann man dich denn beim nächsten Mal sehen, erleben in Rollenspiel technischer Sicht? Auch in dieser viel gerühmten, neu aufgelegten, besten Kampagne, die jemals für DSA geschrieben worden ist. Allerdings bei einem anderen Spielleiter, bei Mischka.
Und am 17. April soll es da weitergehen, wenn denn alles klappt. Genau. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Kampagne dieses Mal auch wirklich erreichen. Nach etlichen Vorabenteuern. Man munkelt, es könnte noch ein bisschen dazwischen kommen. Aber mal schauen, was es dann da geben wird. Ansonsten, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, wo Feramin zu sehen ist, hier ist der Twitter-Link, habe ich euch hier reingeholt. Da könnt ihr Feramin folgen. Dann ist glaube ich, die sicherste Variante, alles mitzubekommen, wo sie spielt. Okay. Ja, vielen, vielen Dank dann nochmal fürs Mitspielen an euch und euch da draußen fürs Zugucken, wie gesagt. Wir sehen uns in dieser Konstellation hoffentlich gesund und munter in 4 Wochen wieder. Und bis dahin, denkt dran, den Hashtag zu benutzen, Kaiser Harl ist ein Tyrann. Finde und töte den Mann. Müsst ihr nicht anfügen, aber ist nicht zu vergessen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.